Wow, wie er voll seinen Einsatz Schönen verpasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Dizzy hat den Einsatz verpasst, deswegen übernehme ich einfach mal. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind beim Plankenschlag Nummer 49, 48, 3000. Nein, wo ist die Nummer? Ich habe gerade, wow, das ist mir auch 47. Noch nie passiert. 47. Das ist mir ja noch nie passiert. Heide Witzka. Ja, schön, es ist Sonntag, mal wieder, der zweite, und es läuft der Plankenschnack. Und wir haben heute einen Gast. Einen verrückten Gast, würde ich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, das ist der verrückteste, den wir je hatten. Der stellt, er stellt selbst Fischi in den Schatten, glaube ich. Der chinesische Agent 47. Hallo Whitey, wie geht's dir? Alles okay bei mir. Wie geht's dir, Nils? Ja, wunderbar. Ja gut, sehr gut. Stell dich doch mal vor. Ich glaube, viele kennen dich noch gar nicht, oder? Na gut, wobei, momentan kennt dich ja, glaube ich, jeder. Ja, klar. Also, ich bin der Whitey, komme aus dem schönen Salzburg. Und ja, ich bin jetzt beim Plankenschnack. Gesprächig ist auch. Durchaus. Andere Leute erzählen Romane, Whitey macht's kurz. Aber ja, so ist das halt, wenn man Milliardär ist. Ich habe ja gehört, dass du über die Zeit, die du jetzt auf Twitch bist, zum Multimilliardär geworden bist. Ist das richtig? Mehrfacher Multimilliardär, um es genau zu sagen. Also die Konten füllen sich täglich durch Subscriber, Donations, Guckst Werbung. Du gerade auf die Alerts, ob was passiert nebenbei? Ich bin ein bisschen am Schauen. Na, ich muss nur beide Bildschirme im Auge behalten. Ja, hätte ja sein können. Vielleicht passiert das ja bei dir schon von alleine jetzt. Wenn ja, du Milliardär bist. Na, wenn ich offstream bin, dann kommen nur Millionen. Während dem Stream Milliarden. Wow. Kennst das ja? Dir. Du kennst das ja. Ich? Ja. Nur. Ständig. Nonstop. Das läuft. Wie waren deine letzten zwei Wochen, Whitey? Super, Mann. Super. Schönes Wetter in Salzburg. Die letzten Tage war es nicht so schön. Ich habe letztens so ein Bild bei Twitter gesehen, da lagst du auf einer Luftmatratze mit deinem Hund. Ja, da war ich ja auf Urlaub. Ist das eigentlich so, dass du demnächst eventuell eine Karriere als alternatives Model anfangen willst? Handmodel. Handmodel. Ich habe sehr schöne Hände, wie man sieht. Ja. Da haben einige Leute schon gesagt zu mir, ob ich eventuell Handmodel werden will für Nivea. Die sind auch sehr farblich. Also du bist schön braun. Ja. Das ist natürlich durch die viele Sonne. Ich bin ja viel unterwegs. Ich habe auch Immobilien in Dubai, in Aserbaidschan, in Monaco, überall Immobilien, Ölfelder. Weißt du, wie es ist? Und dann spielst du auf Twitch? Ja, mache ich nebenbei. Ach so. Gegen die Langeweile. Das ist das Taschengeld sozusagen. Ja, so ungefähr. Naja, Mensch, Whitey. Wenn ich mir überlege, vor einem Jahr, als du noch mit in DayZ rumgelaufen bist und Leute erschossen hast, ja? War es da auch schon so weit, dass du Milliardär geworden bist, oder hat sich das nebenbei einfach ergeben? Na, das hat sich nebenbei ergeben. Das hat sich dann mit der Zeit, hat sich das immer mehr und mehr. Weißt, es wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr. Irgendwann konnte ich das Geld nicht mehr zählen, musste es abwiegen. Wow, du hast es echt geschafft, Whitey. Ja. Ich habe aber eine Frage, Whitey, und die brennt mir schon, also seitdem ich wusste, dass du kommst, musste mich vorbereiten. Jetzt ist, pass auf, ist denn der Whitey heutzutage so viel wert wie ein Bitcoin? Der Whitey? Also ja. Ein Whitey ist circa derzeit, im derzeitigen Kurs, ich schaue immer wieder auf den Bildschirm, wo ich mich selbst sehe, verdammt. derzeit ist ein Whitey, warte, muss ich schnell schauen. Whiteykalkulator.com. Ein Whitey ist derzeit 107,2 US-Dollar wert. Nee. Der Kurs schwankt, ja. Ein Whitey ist derzeit 107,2 US-Dollar wert. Ist das denn jetzt gerade inflationär, wo du so viele Zuschauer hast, oder wird der jetzt gerade erst so richtig, kommt er richtig rein? Ja, der ist eigentlich ganz stabil schon seit einiger Zeit. Also, der schwankt zwischen 105 und 110. Wahnsinn. Schwankt der meistens, ja. Du hast dich gemacht, Whitey. Das habe ich nicht gedacht, dass du so weit kommst. Wahnsinn. Ja, super, super. Slabby, Sali, wie waren eure Wochen? Tipptopp, kann ich klagen. Ich habe endlich wieder ein Spiel, an dem ich ein bisschen länger hänge als einen Tag. Welches? Kerbal Space? Kerbal Space Program. Das ist für mich, das ist ein Spiel, da gibt es irgendwie nur Ellipsen und Zahlen. Und Kreise. Und Ellipsen und Kreise.
Und mehr sehe ich da nicht. Das ist ehrlich. Willst du etwa sagen, dass ich langweilige Spiele spiele, bei denen du einschlafen könntest? Wow. Niemals. Das wow, ist, Sally. Das ist super. Du erklärst auch so gar nichts. Ich erkläre gar nichts. Da kommt einem das Spiel so richtig nahe. Man versteht auch überhaupt nichts, weißt du, weil da sind nur Zahlen und dann sagst du so, aber ihr könnt das schon sehen, was da passiert, ne? Und dann zeigst du irgendwo unten auf so einen ganzen Berg voll mit Zahlen und die Zahlen bewegen, werden mehr oder weniger. So ist, ja, klar, ich verstehe absolut, was da läuft. Ja, wer erst nach 5 Stunden einschaltet, da ist ja kein Wunder, dass dann nur noch Zahlen zu sehen. Entschuldigung, ich habe Dinge zu tun. Aha, meine Dame. Ja. Was macht denn die feine Dame so? Die feine Dame spielt No Man's Sky. Ja, da braucht man keine Zahlen. Nein, das ist die Variante. Da drückt man einen Knopf und man ist im Weltraum. Ich spiele das seit Samstag wieder. Ich wurde angehalten von meiner Community, da kam ein neues Update und es gibt jetzt Story-Modus und den Basisbau und. Das wollte ich mir mal anschauen und ich muss sagen, wow. Das ist halt, ich konnte gerade von vorne anfangen, ne? Mit Permadeath-Modus und so. Den habe ich dann zweimal ganz intensiv gespielt. Und beim dritten Mal habe ich dann entschieden, ich gehe in den Überlebensmodus. Ja, aber es macht Spaß. Hellblade habe ich gespielt. Ganz, ganz tolles Spiel. Ja. Großartiges Spiel. Ja. Hast du es auch gespielt, Dizzy? Ich habe es durchgespielt an einem Tag. Wow. Habe ich gehört. Wow. Es war gut. Ich bin froh, dass es länger als 5 Minuten gehalten hat. Ja, also Hellblade war großartig. Ganz ein tolles Spiel. Ja, in der Tat, es war wirklich großartig. Also Hellblade war toll. Eine nette Grafikdemo. Focus. 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 Degrad. Die Frage, die Frage jetzt, pass auf, jetzt kommt wirklich eine wichtige Frage. Whitey? Jo? Hast du so die letzten 2 Wochen gespielt? Oh, jetzt bin ich gespannt. Wow, das war so aber viel langsam Abwechslung. Langsam aufzählen, ne? Damit lass mich damit überlegen. Also, nicht so schnell. Nicht. Ein paar Mal Battlegrounds. Warte, ich muss mir schnell aufschreiben. Battlegrounds. Battlegrounds, ja. Hm? Third Person, sehr, sehr viel Third Person in Battlegrounds. Dann kam ja ein Update, dass es auch First Person gibt, seit neuestem. Jetzt spiele ich viel First Person. Und sonst mal so Duos und Fives so auch? Duos, Squads, Community Games, Abwechslung pur. Wahnsinn. POBG also bietet dafür jedermann was. Also muss man nicht sonders mehr spielen. Es gibt so viele verschiedene Modusse. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich würde auch gerne, also ich denke mal, wir werden heute so die allgemeine, der allgemeine Tenor wird sein, ob man heutzutage bei Twitch noch irgendwas gerissen kriegt. Das war meine Intention eigentlich, als ich Whitey eingeladen habe. Denn vielleicht, Whitey, erzählst du mal so ein bisschen was über deinen Werdegang selber, weil du bist ja eigentlich noch gar nicht so lange da. Seit Mai 2015, glaube ich. Ende Mai, Anfang Juni. Ja, da habe ich angefangen. Ich habe da DayZ habe ich mir gekauft und habe auf Twitch immer wieder DayZ-Streams gesehen. Dachte mir, das Spiel muss ich haben. Und solo war es halt irgendwann langweilig. Dann habe ich mir gedacht, fangst halt mal streamen an. Beziehungsweise haben einige Leute gesagt, die mit mir zusammen 1-2 Mal DayZ gespielt haben, aber fast nie Zeit hatten, dass es sehr lustig ist mit mir und dass halt ich das mal versuchen sollte, weil ich denen erzählt habe, dass ich immer Stream schaue. Ja, und dann habe ich DayZ gestreamt. Dann hat mich Caldera mal gehostet. Den kennt ihr eh noch, oder? Mhm. Ja, und dann wurde es halt immer mehr. Es kam ein Stammzuschauer dazu, dann hatte ich mal 40 Zuschauer. War ich übelst gehypt, dann hatte ich wieder 4 Wochen lang 10 Zuschauer, war ich nicht mehr so gehypt. Könnte man sagen. Ja, und dann ging es halt langsam immer weiter bergauf, bis ich irgendwann letztes Jahr im Oktober circa jeden Stream über 100 Zuschauer hatte und dann habe ich mich als Partner beworben, bin im Jänner Twitch-Partner geworden. Ja, und seitdem läuft es mit dem Cash. Und mit den Zuschauern, die werden auch immer mehr. Sehr gut. Ja. Die Frage ist, ich denke mal, dass das auch... Bitte? Dann kamen die Viewbots, habe ich eben im Chat gelesen. Die gibt's doch gar nicht. Das ist eine Lüge. Ja, kenne ich auch nicht. Verschwörungstheoretiker. Ja, das ist Verschwörung. Die Frage ist, was ist für dich oder was würdest du sagen? Also ich meine, der Schlüssel zum Erfolg klingt immer so komisch, wenn man über sich selber reden muss.
Versuch mal gerade aus dir rauszutreten, also das, was du meistens außerhalb des Streams tust. Und schau mal, was hast du die letzten 2 Jahre, sind es ja nun schon fast, was hast du gemacht, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist? Also ich finde, am besten ist es, dass man auf Twitch wirklich sehr bekannt wird. Man muss Dreadlocks haben, eine Schwarz-Weiß-Cam und einen Bart. Das ist schon mal gut. Und ansonsten, ich weiß selber nicht, wieso. Eventuell wegen dem Dialekt oder keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso mir Leute zuschauen. Hast du eigentlich immer noch dasselbe Overlay? Immer noch dasselbe, ja. Alles genau gleich. Hast du immer noch die halbe Kamera, die eigentlich nur dein Hintergrund ist? Ja, du meinst diese Cam, die um die Cam umher, die Dingsbums. Ja. Ja, das habe ich immer noch alles genau gleich. Das habe ich mir Anfang, wo ich Streamen angefangen habe, eine Woche später oder 2 Wochen später, habe ich mir das gekauft, um den Fünfer, für den Fünfer im Internet. Das besitzt du heute noch? Das besitze ich heute noch. Und du machst im Endeffekt, würdest du jetzt zu dir selber sagen, dass du die letzten 2 Jahre anders geworden bist oder bist du immer noch derselbe Typ? Ah, ich habe mich verändert. Ich bin jetzt der neue Whitey. Der alte Whitey, den gibt's nicht mehr. Was ist denn der Unterschied, so die großen Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen? Dem Alten und dem Neuen? Ja, der Alte, der hat sehr gerne Apfelsaft im Stream konsumiert, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, aber Apfelsaft ist doch nichts Schlechtes. Da sind viel Vitamine drin. Ja, viele Leute haben ihm unterstellt, dass es gar kein Apfelsaft ist, sondern Bier, das er jeden Tag konsumiert. Also was? Das konnte ich ich habe das ja beobachtet, ne? Aber das kann ich nicht bestätigen. Das sah original, der Schaum obendrauf, das war durch das Abgestandene. Apfelmost. Apfelmost, der hat schon gegärt. Aber was würdest du zu dir sagen, was hast du besser gemacht? Oder worin hast du dich verändert, dass du jetzt sagst, dass das der alte ist und das ist der neue? Weil du musst ja auch einen Unterschied machen. Oder ist das wirklich der einzige Unterschied? Was habe ich sonst anders gemacht? Ich habe die Bitrate auf 6000 hochgestellt. Jetzt ist die Streaming-Bildqualität besser. Du bist ein einfacher Mann, scheinbar. Ja, es... 2 Sachen und schwuppdiwupp, da ist Whitey. Ich meine, du hast es ja mittlerweile echt weit gebracht. Also du fährst zum Invitational von der Gamescom, sehe ich das richtig? Genau, ja. Das PUBG-Event, wo es um ein paar hunderttausend Dollar geht. Ja gut, das ist ja für dich eh nur Spielgeld, oder ne? Ja, ist halt nettes Kleingeld für Köln. Würde schon passen. Oh Mann, großartig. Es ist immer, also wir haben ja über die Jahre sehr oft gehört, auch im Plankenschnack, dass sehr viele Leute sagen, wie zum Teufel kommt man dahin, wo man jetzt ist. Also ich glaube, viele haben Einstiegsschwierigkeiten. Was ich euch drei gerne fragen würde, habt ihr immer kontinuierlich gestreamt? Also wirklich durchweg ohne Pause? Sali? Ja. Durchweg ohne Pause. Also meine längste Pause hatte ich dieses Jahr, weil ich, ich war auf einem tollen Community-Treffen von den Bay Pirates. Und da bin ich krank geworden. So krank war ich 10 Jahre lang nicht. Und dann war ich fast eine Woche nicht da. Aber ansonsten Regelmäßigkeit. Immer. Seit fast jetzt 3 Jahren. Glebby. Ich kann die andere Seite beleuchten. Ich habe nämlich angefangen, war erst regelmäßig da und dann wieder nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht. Und habe erst letztes Jahr im Juni, glaube ich, angefangen, tatsächlich Regelmäßigkeit reinzubringen. Und plötzlich lief's. Whitey? Ich stream durchgehend auch schon seit 2 Jahren. Also ich habe höchstens 4 Tage Pause oder so. Oder wenn ich mal erkältet war oder sehr, 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 sehr stark verkatert war, dann konnte ich auch nicht streamen, aber sonst immer. Ja, aber so eine Überdosis Vitamine, Whitey, das ist halt schwierig. Schwierig. Ja, Vitamin B-Überdosis, das ist... Muss erstmal abgebaut werden. Ja. Also ich selber stream seit 4 Jahren und habe nie eine Pause gemacht. Seit 4 Jahren schon? Ja, seit 2013. Kontinuierlich durch, ja. Denkt ihr selber, dass das der Schlüssel eventuell ist oder ein großer Faktor sein kann für, ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt Erfolg nennen soll, aber einige
nennen es ja Erfolg. Also nennen wir das Kind beim Namen. Denkt ihr, dass das zum Erfolg führt? Auf jeden Fall. Ich finde schon, wenn man jeden Tag streamt, sehen ja einen auch mehr. Ich würde mir denken, wenn der jetzt nur am Samstagabend zu Hause ist und du jede Woche am Samstag streamst, irgendwann gewöhnt er sich an dem, wenn der immer deinen Stream schaut. So baust du als Stammzuschauer auf. Ja, ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, sich eine Community aufzubauen. Regelmäßigkeit, die Leute wissen, wann du da bist und kommen dann auch vorbei. Und so, ne, bildet sich eben eine kleine Community. Also ich halte es auch für sehr wichtig. Auf jeden Fall wichtig, ja. Ich finde, Twitch gibt einem ja schöne Statistiken, an denen man dann, dass man sich nachschauen kann. Und da ich ja 2 Jahre lang unregelmäßig gestreamt habe und dann vor einem Jahr erst angefangen habe, regelmäßig zu streamen, kann ich ja meine Statistik mal reinwerfen. Ich habe, wenn ich jetzt mir das angucke, ich habe am 1. Juli 2014 habe ich meinen ersten Stream angeschmissen. Hab bis Juni 2016 gestreamt, ohne wirklich darauf zu achten, wann ich streame. Da habe ich mal nachts gestreamt, mal tagsüber, mal eine Woche Pause gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Dann mal 2 Wochen Pause gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Bis dahin habe ich 50.000 Views gehabt, laut Twitch. Und seit dem 1. Juni, als ich dann tatsächlich mit Regelmäßigkeit angefangen habe, ist es bei mir halt auf fast 300.000 hochgegangen. In einem Jahr. Davor waren es halt 2 Jahre. Also liegt bestimmt nicht allein an der Regelmäßigkeit, aber schaden tut sie auf keinen Fall und helfen tut sie auf jeden Fall. Gerade dieses Gewöhnen. Also wenn man wirklich auf was aus ist, sollte man einfach zusehen, dass man zumindest seine festen Tage hat, pünktlich kommt und darauf achtet. Bist du eigentlich schon Twitch-Partner jetzt, Levi, oder? Wolltest du mir gratulieren? Wusstest du das noch gar nicht? Nee. Ja, tatsächlich. Oh, was? Oh mein Gott, Levi! Herzlichen Glückwunsch! Und Whitey geht da natürlich voll drauf ein. Finde ich gut, das war der Plan. Nice. Das ist so ein Running-Gag übrigens. Jeder Gast fragt Levi, ob er schon Partner geworden ist. So, ist Levi, der ist ja schon länger Partner, oder? Ja. Ich habe mir eben gedacht, ich sage jetzt besser nichts, weil ich es nicht genau weiß. Alles gut. Hau raus, Whitey. Du kannst hier nicht ins Fettnäpfchen treten. Das ist völlig in Ordnung. Ja, wir sehen uns ja alle auf der Gamescom. Nicht, dass ich da wie mal aufs Maul hauen muss. Verstehst du, was ich meine? Bist du so ein aggressiver Typ, oder? Ja, ich bin halt 1,98 Meter und sehr muskulös, Mann. 1,98 Meter? Ja. Und dahinter steht noch minus 20, oder was? Ja, eher minus 40, Mann. Also ich wollte gerade sagen, auf dem Luftmatratzenbild sahst du aus wie ein laufender Meter. Ein Lauch im Wind, wie ich gerne sagen würde. Wie ist denn das bei, also mal so nochmal eingehakt an der Stelle. Habt ihr eine sehr emotionale Bindung an eure Zuschauer? Körperlich, ja. Körperlich? Ich auch nur körperlich. Ja. Ja, körperlich, ja. Genau, das meine ich. Ja. Auf jeden Fall. Sowieso. Also, ich umarme jeden auf der Gamescom. Nein, aber es gibt schon Leute, die einfach ein Bestandteil sind von allem. Also ich habe einen Mod, der ist da, ich glaube, seitdem ich meinen dritten oder vierten Stream hatte. Und seitdem ist er da. Ob der jetzt noch, er ist einfach da. Und es gibt viele, die seit der ersten Woche, in der ich angefangen habe zu streamen, die immer noch da sind. Und auch in den letzten, ich meine, im November bin ich jetzt 3 Jahre am Stream und es sind so viele Leute, die seitdem, die jetzt schon 1 Jahr, 2 Jahre lang da sind und wenn die auf einmal nicht da sind. Ja doch, ich habe da schon eine emotionale Bindung. Körperlich steht irgendwie noch aus. Schickt mir PNs. Weiß ja nicht, wie das funktioniert hier mit dem körperlich. Wie geht das? Send Nudes. Oh nein, bitte nicht. Oh doch, Stefan freut sich vielleicht. Okay. Warum schüttelst du den Kopf? Ja, nee, also lasst euch schick Bilder. So, ich habe gehört, Whitey hat schöne Hände, so ein schönes Handbild, so. Das kann schon entzücken. Auf jeden Fall. Vielleicht kann er auf der Gamescom ja mal die Hand auflegen. Erstmal Handrücken, dann vielleicht mal Handinnenfläche. Die sind ganz gefährlich. Ja. Batsch, batsch. Ich bin schon am Überlegen für Merchandise, also so nachgebaute Hände von mir und so.
Das klingt sehr gut. Wo kann ich die kaufen? Derzeit noch nirgends. Ich bin da noch mit ein paar Kollegen in China wegen der Herstellung am Quatschen. Ja. Soll ja auch günstig sein. Es soll ja auch für jeden leistbar sein. Es gibt dann auch die goldene Edition, die für so Leute sind, also die sind dann 5, 6 Kilo Gold. Wenn die Hand dann, wenn die Hand 1 zu 1 nachgemacht wird. Kann man damit Whiteys einkaufen, ist die Frage? In China noch nicht derzeit. Derzeit nicht. Geht es nur in Salzburg. Also bei mir, jeden Laden in meiner Umgebung kann ich einkaufen mit Whiteys. Großartig. Ich muss mal nach Salzburg. Da wo ich wohne, gibt es halt keine Läden. Das ist das Einzige, was nicht so nice ist. Das ist sozusagen der Running Gag bei der Sache. Das ist der Running Gag, ja, dass da wirklich, es gibt keine Läden da, wo ich wohne. Whitey, ich gucke dein Stream ja schon sehr lange, ne? Und ich habe mir immer Hoffnung gemacht. Du hast mein ganzes Weltbild zerstört. Was, wegen dem Whiteys zu zahlen? Ja, ich wollte damit jetzt zu zahlen gehen. Es geht schon, nur sind halt bei mir keine Läden. Also Salzburg Stadt, beim Airport Center zum Beispiel, die nehmen Whiteys. Kann ich bei dir einkaufen? Bei zu mir? Hause? Ja. Ich verkaufe nichts. Außer Immobilien. Und meine Immobilien, da muss ich leider echtes Geld verlangen. Also ich will dich ja jetzt nicht irgendwie an Pranger stellen, aber das ist schon ganz schöne Verarsche hier. Nein. Nicht? Das werde ich nicht sagen. Also, du hast jetzt, ich habe vorher nachgeschaut, 997.000 Whiteys. Warum hast du nicht die Million voll gemacht? Guck mal jetzt, was soll das? Wie stehe ich also, denn jetzt da? Ich will jetzt nicht sagen, aber wenn du donatest, bekommst du 10.000 Whiteys. Also, egal wie groß und wie klein? Also wenn es einen Zehner donatest, bekommst du 100.000 Whiteys. Und dann habe ich ja die Million voll, oder nicht? Ja, dann hättest du die Millionen voll, also. Okay. Nur damit du das weißt, ich will dich zu nichts animieren, DC, nur damit du das weißt. Nee, aber ich wollte schon immer mal Millionär sein. Das ist halt wieder so eine Sache, die du mir enthalten hast, muss ich sagen. Das finde ich nicht in Ordnung. Soweit ich mich erinnern kann, war die Abmache, wir laden dich zum Plankenschnack ein und jeder von uns kriegt eine Million Whiteys. Ich glaube, das war wirklich so, oder? In kleinen. Das war wirklich nicht so. Das ist sehr weit hergeholt von euch, also. In kleinen, sehr nicht durchnotierten Schein. Wie ist das jetzt bei dir, Whitey? Würdest du eher sagen, dass du durch Battlegrounds so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dich gezogen hast? Oder wie ist das entstanden bei dir? Wurde halt, ja, Battlegrounds natürlich auch. Das schauen ja die meisten Leute derzeit. Also Battlegrounds spielt jeder. Leute, die normal nur FIFA spielen, spielen Battlegrounds. Leute, die normal gar nicht spielen, spielen Battlegrounds. Battlegrounds spielt einfach jeder. Es ist auch ein wirklich nices Game. Gibt es nicht viel zum Aussetzen, außer sehr, sehr viele Sachen, aber für denen kommen wir später, glaube ich. Also es gibt nichts auszusetzen, außer sehr, sehr viele Sachen. Okay. Ja, und Battlegrounds auf jeden Fall. Und dann habe ich in letzter Zeit angefangen, ich und Daniel, also Moondai7, kennen eventuell einige. Er ist eigentlich schon bekannt, würde ich sagen. Wir kennen uns seit 2 Jahren, haben öfters nach dem Stream so im Teamspeak gequatscht und so. Dann bei Battlegrounds haben wir halt gesehen, ja, wir sind beide Götter im Battlegrounds. Ich bin ein Gott im Battlegrounds. Daniel ist nicht ganz so gut wie ich, aber er ist auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir halt gesagt, spielen wir mal zusammen. Und ja, seitdem werden die Chicken Dinners gefarmt täglich. Das hat natürlich auch gepusht. Daniel hat auf Twitch meistens zwischen sehr, sehr vielen und sehr, 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 sehr vielen Zuschauern. Wenn du da dann mit ihm spielst, die sind natürlich auch ein Push. Dann bindet er mich noch in die Videos ein. Zeitweise, also Daniels Videos, die sind sehr nice zum Ansehen. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber... Das stimmt in der Tat. Oh, Daniel ist eh im Chat. Jetzt kann das so bestätigen. Sehr gut. Also... Wo war ich jetzt stehen geblieben, Mann? Du wolltest meine Millionen Whiteys voll machen. Die haben sich von selbst voll gemacht. Hast du mir jetzt wirklich einen Zehner donated? Ich wollte die Millionen. Ich wollte Millionär sein! Du willst wirklich die Millionen Whiteys. Was ist los mit dir? Hallo, du hast voll gesell-outet, da musste ich einsteigen. Was ist los? Mann, wenn das bei jedem so einfach gehen würde. Jetzt, aber du bekommst jetzt deine Millionen. Du bekommst sie. Was noch obendrauf? Ja, du bekommst. Ich gebe da. Du hast jetzt gleich. Halt dich fest, Izzy. Halt dich fest. 1.001.000. Nein. 1.297.000 Whiteys. Wow. Shit. Wow. Hätte ich. Ja, das war's. Wow. Letzter Plankenschnack heute.
Leute, ja. Es tut mir leid, der Plankenschnack wird geschlossen, weil ich bin jetzt einfach Millionär geworden. War schön. Das war toll. War schön. Ja, jetzt, wie fühlt man sich als Millionär? Wie fühlt man sich? Sagt es mal den Leuten, vielleicht donaten sie dann auch, damit sie eine Million Whiteys haben. Es ist ein, Whitey, es ist ein großartiges Gefühl. Also, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Es ist ein Gefühl von innerlicher Wärme. Okay. Und irgendwie habe ich gerade Lust, mir Ölfelder in Dubai zu kaufen. Und irgendwie habe ich auch das gewisse Verlangen, Handmodel zu werden und meine Kamera in Schwarz-Weiß umzustellen. Kann ja, das sein, sind das Nebenwirkungen? Nein, das sind keine Nebenwirkungen. Glaub mir, das wird dir gut tun. Mach das. Mach es. Mach die Cam schwarz-weiß, lass dir Dreadlocks machen. Lass dir Dreadlocks machen. Meine Dreadlocks stehen, Magge. Die stehen, die sind so klein, die sieht die wie eine Eins. Aber du hast welche, oder? Ja, am Arsch. Okay. Mit Extensions geht alles. Natürlich. Jetzt habe ich auch den Faden völlig verloren durch das ganze Geblödel. Ja, es ging um das, wieso, dass ich so fame bin und so viele Girls bekommen kann, wie ich will. Wie du halt voll auf den Putz aus, ne? Großartig, meine ich, großartig. PlayerUnknown's Battleground. Also ich meine, ich weiß nicht, möchte noch jemand zu dieser Thematik, wie fange ich an zu streamen oder kann das, wird das heute noch was? Ich weiß nicht, ob wir da noch großartig drüber reden müssen, weil es sind ja vor kurzem doch sehr viele Menschen aus dem Boden gekommen, die auf einmal da waren. Von null. Also von null, ja. Es ist bemerkenswert. Ja. Wie seht ihr das jetzt eigentlich? Ich meine, wir sind ja doch schon, wir haben ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ist das, denkt ihr, dass es heute einfacher ist zu starten oder nicht? Und wenn ja, wieso? Ich meine, die Frage ist, glaube ich, sehr aktuell gerade. Die Frage war schon vor 3 Jahren, als ich angefangen habe, aktuell. Da habe ich schon von Leuten gelesen, die große Flaute, wie haben sie es genannt? Der Goldrausch ist vorbei, so auf Twitch gibt es nichts mehr zu holen. Der Markt ist übersättigt und trotzdem links und rechts schießen sie halt aus dem Boden und überholen ein oder andere hören auf wieder und keine Ahnung. Also es wird immer Leute geben, die sagen, es gibt nichts mehr zu holen. Ich halte das immer für Schwachsinn. Du könntest heute noch im Fernsehen anfangen und du würdest noch was holen können, wenn du tatsächlich was holen willst. Aber wer setzt sich tatsächlich im Ernst vor die Kamera und denkt sich so, jetzt hole ich was? So. Es gibt sicher welche, die das denken, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ja. So, aber ich denke, man kann jederzeit es hier schaffen. Mit dem, man sieht es doch. Wie viele sind gerade groß geworden? Es ist allein, was heißt groß geworden? Warum komme ich auf Twitch, um Spaß zu haben? Wenn ich wirklich mit null auf Twitch komme und alleine mit dem Gedanken, ich möchte hier Geld verdienen, ja, ich meine, durch das Affiliate. Das war schon mal, das war besser als letztes Mal. Dankeschön. Ist doch sowieso jede Tür offen. Also es wurde schon um einiges leichter gemacht, als wie es vor 3 Jahren ist. Die Voraussetzungen, um in das Affiliate-Programm zu kommen, sind jetzt nicht gerade und schon. Ich finde Affiliate trotzdem besser. Ja, Affiliate geht mir auch besser von der Zunge. Geht mir viel besser. Ich glaube, das ist wirklich das Streamen an sich und dabei vielleicht eventuell, ich weiß nicht, sein Spiel zu finanzieren. Für die Leute ist das ja immer essentiell, mit ihrem Hobby hier Geld zu verdienen. Also von dem her, ich glaube, das ist gut möglich. Ne? So, was spielen wir als nächstes? Ach, guck mal hier und da kommt was rein und da und dann können wir das nächste Spiel. Und Spaß zu haben, jetzt wirklich damit seine Miete zu bezahlen und seine Versicherungen zu bezahlen und seine Steuer. Steuer ist ganz wichtig zu erwähnen. Was ist denn das? Da musst du schon ranklotzen, ne? Whitey, du hast den Sticker schneller gefunden als einige Twitch-Features, die es schon seit einem halben Jahr gibt. Hab ich gar nicht gesehen. Aber nice, mit den Sticker ist wirklich nice. Ja, die sind super, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Gefällt mir.
Es ist halt, wenn das kommt, man sieht es doch an Curtis. Ich glaube, der ist ein ganz gutes Beispiel dafür. War der vorher schon auf Twitch? Hatte der vorher schon mal gestreamt? Nur Mod oder er war involviert in andere Dinge. Also. Passt mal auf jetzt hier. Jetzt fällt mir gerade was ein. Mhm. Das Whitey, Curtis, das ist alles die Schmiede von Daniel, also Moondai. Entschuldigung, Daniel. Ist das ein Erfolgscoach? Mein CS-Coaching war grauenvoll. Ich bin auch nicht besser geworden. Daniel, du hast dir bei mir keine Mühe gegeben. Scheiße. Hat der dich mal gecoacht? Ja, ein CS. Ah, okay. Mhm. Wie war das denn so? Ja, also ich bin dadurch nicht größer geworden. Hm. Wahrscheinlich hat er sich bei mir keine Mühe gegeben. Entschuldigung, das war nur ein Gedankengang. Ich muss auch dazu sagen, dass Daniel, am Anfang wollte ich ja nicht so mit ihm spielen und dann hat er mir sehr, sehr hohe Geldsummen angeboten, damit ich mit ihm spiele. Jetzt, mittlerweile mache ich es teilweise kostenlos, dann gibt es mal wieder einen kleinen Zuschuss. Daniel weiß, dass alles, was ich sage, stimmt. Wie siehst du denn das, Whitey? Beobachtest du das einfach oder machst du seit eh und je einfach nur dein Ding? Ich mach seit eh und je einfach nur mein Ding. Seit eh und je. Ich habe eigentlich nie viel anders gemacht. Irgendwann habe ich Song Request angemacht, seitdem läuft im Stream immer super Musik. Helene Fischer und so weiter und so fort. Hast du das immer noch an? Song Request habe ich immer noch an, klar. Okay. Wow, so lange hast du das durchgehalten? Ja, ich höre jeden Tag im Stream 7-mal Chicken Attack, 2-mal Helene Fischer, 4-5-mal Andy Berg. Hansi Hinterseher ist dabei, die Meierhofer, zeitweise Techno, dann wieder Dido Bushido Beatheit, zwischendurch mal wieder ein Black Metal. Ich bin da offen für alles. Ich habe das auch jahrelang angehabt, aber ich habe das irgendwann aufgegeben. Ja, es ist teilweise, muss man schon sagen, es ist immer, ja, Bibis Beauty Palace Song ist natürlich auch bei jedem Stream dabei. Ist natürlich sehr, sehr ahnbar. Das ist ein Ohrwurm, ne? Ja, das ist ein Ohrwurm. Eindeutig. Mhm. Holy moly. Ah, Song Request. Ich lass es an. Ich meine, großartig für mich, wenn ich dazu noch was sagen kann, für mich hat sich da auch nicht viel verändert, habe ich das Gefühl. Es ist eher schöner geworden, weil Twitch halt eine größere Landschaft geworden ist. Und ich habe auch sonst diesbezüglich gar nichts hinzuzufügen. Außer macht euer Ding. Seid, wie ihr seid. Ja. Nicht verstellen für andere, das bringt alles gar nichts. Einfach Spaß haben und der sein, der man ist. Besten auch nicht von Anfang an davon ausgehen, dass man Multimilliardär wird mit Twitch. So wie du. Ja, das kann nicht jeder schaffen. Aber also ich muss sagen, wo du das vorhin so erzählt hast, ich war schon dabei, lösch dich. Also ich wollte mich schon löschen gehen. Ne? Aber ich meine, man kann daraus ja auch Inspiration ziehen. Ich werde jetzt inspiriert von dir. Ja, also schaffen kann es jeder. Schaffen kann es jeder. Whitey, PUBG ist ja aktuell ganz schön im Hype. Und du nimmst ja auch an einem der ersten deutschen E-Sports-Turniere teilgenommen. Was heißt Turniere? Ist Baal eigentlich ein Turnier? Ja, oder? Baal ist nur Fun. Ja, eben. Hat nichts mit irgendwas. Das ist. Aber es ist ja auch, es geht ja schon in die Richtung E-Sports. Ja, es ist super organisiert von Hand auf Blatt, also kann man nicht sagen. Studio, Caster, alles am Start. Ja. Wie siehst du da die Zukunft? Denkst du, dass das PlayerUnknown's Battleground da in die Richtung, was E-Sports angeht, einen Fuß in die Tür kriegt? Ja. Ja, ich sehe mehr auf der Gamescom. Das Ganze würde ja von Dings, von PlayerUnknown natürlich und von, wie nennt sich das? Bluehole? ESL? Nein, ESL. Oh, ESL. Ja, cool. Von ESL gemacht. Das ist ja auch E-Sport, oder? ESL heißt doch irgendwas. Ja, ja. Electronic Sports League. Ja. Ich glaube, bei der Gamescom zeigt sich, weil da online, glaube ich, dauert es noch. Online. Aber bei der Gamescom ist alles offline scheinbar. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es offline ist, aber ich denke schon, dass es mit LAN-Kabeln eine dicke, fette LAN-Party ist. Da zeigt sich dann, ob es tauglich ist oder nicht. Weil da dürften dann keine Lags mehr sein, das was einfach das Schlimmste ist in Battlegrounds. Lags.
ganzen Lags und Frame Drops sind derzeit nicht mehr so schlimm, finde ich. Aber ja, du spielst ja auch immer Connection in Asia. Halt. Nicht immer. Asia spiele ich nur, wenn ich ein bisschen Spaß haben will mit ein paar Leuten, die in einem Internetcafé sitzen und von da aus spielen. Ich kann dir da kurz mal was zeigen, warte. Das zeige ich dir jetzt. Ich habe das schon, ja. Weißt du schon, was jetzt kommt? So in der Art, das wollte ich dich gerade fragen. Warte mal. Hallo, wie geht es euch? Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und habt viel Spaß beim Plankenschnack. Oh, warte. War es zu leise. Ich weiß nicht, ob du das hörst, weil ich die Mic-Empfindlichkeit ziemlich weit oben habe im Teamspeak. Warte, testen wir's mal. Hallo, wie geht es euch? Alles klar bei euch? Du. Hat man das gehört? Hat man's gehört? Ja. Also du spielst jetzt sozusagen auf Asia-Servern und sprichst so mit denen. Ja, also ich kann da ein Beispiel zeigen. Hallo Kollege, hast du ein bisschen Munition für das Scharfschützengewehr? Vielen Dank, dass du mit mir spielst, Tiger. Und dann, ja, ich habe schon wieder ein paar Mal mit Chinesen gespielt, die wirklich überhaupt kein Englisch konnten. Und dann haben die mir K98 Schuss gedroppt. Wie geil ist das denn? Jetzt muss ich dir das Highlight sagen. Muss ich euch das Highlight erzählen. Das Beste war letztens, der Chinese konnte auch überhaupt kein Englisch. Und auf einmal höre ich so, hat der Chinese den Übersetzer selbst angemacht und hat auf Englisch übersetzt für mich. Und hat er mal auf Englisch gesagt mit dem Übersetzer, dass er, was hat er gesagt? Er hat keine Ammo, also keine Weste. Und er hatte keine, was hat er noch nicht? Keine Medics. Aber sprechen denn manche auch Chinesisch oder so zurück? Auf Chinesisch? Ja, teilweise antworten sie, teilweise nicht. Ich sag dann immer auf Chinesisch, sage ich denen noch, dass das mein Girlfriend ist und so Zeugs. Die da mit denen quatscht und die kann ein bisschen Chinesisch, weil sie einige Zeit in Shanghai gewohnt hat. Oh, come on, das ist ja richtig gut. Ja, das ist ganz nice, wenn man mit Asiaten spielt und keine Munition hat. Was willst du sonst tun? Mittlerweile kann ich auch einige chinesische Wörter schon sehr gut, wie Ni Hao. Ja, wow. Zum Beispiel. Ganz stark, Whitey. Woo! Ja. Das war nicht mal der Einzige, oder kommt da jetzt noch was? Nein, jetzt kommt nichts mehr. Großartig. Ja, so einige Wörter. Ni Hao, okay, stark. Ja, Ni Hao, das genügt schon. Ansonsten gibt es eh einen Google-Übersetzer. Alle Sonnene. Siehst du denn sehr viel Potenzial in Battlegrounds als E-Sports-Titel? Also wenn du jetzt mal von den Lags und den Fehlern absiehst, denkst du, dass das E-Sports tauglich ist? Ja, es ist schwer. Das Spiel ist viel auf Glück basierend. Findet man Loot, findet man keinen. Ich kann es nicht, ich kenne mich auch nicht so aus mit dem E-Sports. Aber es kann sein, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich weiß es nicht. Naja, aber das sagen ja viele über Poker und da gibt es auch immer die gleichen, die immer wieder gewinnen. Und ich habe jetzt zwei Bals gesehen und da war Hornisse auch immer relativ weit vorne, wenn ich das jetzt so gesehen habe. Also es scheint ja doch irgendwo sich Skill geht schon, ja. Ja, es derzeit, es ist viel, es ist schon Skill auch dabei, aber ich finde, dass man auch viel Glück haben muss, sehr, sehr viel. Man kann sich an der Zone positionieren. Am besten ist halt, man spielt safe die ganze Zeit. Man läuft nicht, ich laufe ja nur durch die Gegend und versuche alles niederzuschießen, was mir in den Weg kommt. Ich spiele ja nie auf Win. Deshalb sterbe ich auch ein oder zwei. Ich sterbe nicht oft, wenn ich Theanum Battleground spiele. Ein, zwei Mal während einem Stream. Aber öfters nicht. Aber wie, es ist bei H1Z1 ist es so, du wirst belohnt, wenn du durch die Gegend pusht und rusht und alles. Das macht man bei H1Z1 mit dem Autofahren. Im Battlegrounds ist es so, dass man am besten sich versteckt. Wenn du wirklich Chicken Dinner willst, wenn es dir egal ist, dass du einen Chicken Dinner mit einem Kill machst, einfach nur den letzten töten, dann kann jeder, sogar die Leute, die das Spiel das erste Mal spielen, gewinnen. Jeder. Das kann ich bezeugen. Wenn du gut campen kannst, also bist du bei vorne. Zum Beispiel, sagen wir mal Counter-Strike, dann, wenn du das erste Mal spielst, kannst du nicht gewinnen. Also weil wegen dem E-Sport. Was? Counter-Strike kannst du nicht, wirst du wahrscheinlich weggeschossen, weil du einfach gar nichts hast, kein Aim, gar nichts. Was? 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 Ich bin seit heute Millionär. Ich kann alles.
Ja, du kannst da einen guten Coach leisten. Ich könnte dich in Counter-Strike mal coachen, wenn du willst. War da mit 7 Accounts Global Elite. Frag mich gerade, wie gut dieser Übersetzer ist, weißt du? Wenn der so ist, wie wenn Google Translator in Deutsch übersetzt. Die ganzen Katzen waren gerade da. Vielleicht hast du gerade eben Katze süß sauer bestellt auf Chinesisch. Jetzt gerade dran denken. Miau, haha, Katze süß sauer, miam, miam, nom, nom. Wow. Okay, ich stelle mir das so vor. Ist lustig. Ich glaube, der ist ganz gut. Also Munition und alles habe ich immer bekommen. Ich habe den Übersetzer eigentlich nur eingesetzt, weil einmal im Stream habe ich auch mit Asiaten gespielt, kannte ich Übersetzer noch nicht. Dann hat einer irgendeinen Satz eingegeben im Stream bei mir. Den habe ich dann nachgesagt und scheinbar habe ich dann zum asiatischen Kollegen von mir gesagt, dass ich sein Haus anzünden werde. deshalb habe ich mir dann den Übersetzer zugelegt und sagt jetzt sag gar nichts mehr, was so im Stream vorkommt. Was die Leute im Stream zu mir sagen. Okay, gut. Ja, das sollte man regelmäßig tun, wenn man ins Internet geht und mit Computerspielen spielt. Du wolltest noch irgendwas sagen, Slabby? Es gibt ja jetzt den Kanal auf Twitch, oder den gibt es schon seit einem Monat, glaube ich, Twitch Plays Battlegrounds. Das ist quasi wie Twitch Plays Pokémon, nur dass der Chat quasi den Spieler in Battlegrounds steuert. Durch Eingaben, Chat-Eingaben. Erinnert euch an Twitch Plays Pokémon? Ja. Und das gibt's auch jetzt mit, also der Chat gibt Eingaben ein, mit wie WASD und Schießen und so und Maus bewegen und das steuert dann eben den Spieler. Und damit haben sie den dritten Platz auf einer Map gemacht, letztens. Ach komm. Die spielen gegen normale Leute, oder was? Also ja. So gegen Leute, die Maus-Tastatur benutzen. Ja, ganz normal. Single. Geht doch gar nicht wegen dem Delay, oder? Naja, ich weiß nicht genau, wie sie es lösen. Ich hab's jetzt nicht. Ich hab nur die Wiederholung gesehen, wie sie den dritten Platz gemacht haben. Okay. Es gibt Twitch Plays Battlegrounds, ja. Echt? Ja. Dritter Platz. Wie wollen die denn schießen? Die müssen nicht schießen, die müssen sich nur verstecken. Die müssen im Chat Peng Peng eingeben und dann schießt er. Ich glaube, die haben auch noch keinen einzigen Kill gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ja richtig krass. Das ist ja richtig krass. Wir waren ja eben gerade schon bei der Gamescom. Da ist ja nur diese Thematik aufgekommen mit den Kisten. Also kannst du das nochmal ganz kurz erklären für die, dass es auch wirklich von einem Spieler kommt, der es aktuell spielt. Wie läuft das gerade mit den Kisten, Whitey, für die Gamescom? Also man kann sich ja kostenlos Cases kaufen in-game, die Woche 7 Stück, mit den Points, die man in-game verdient, für die Chicken Dinners, für Kills, für alles. Und derzeit gibt es halt auch Gamescom-Kisten, die gibt es nur bis, wann ist die Gamescom vorbei, 27. August oder so. Dann gibt es die nicht mehr, da kann man sich auch, die kann man sich auch kaufen und die kann man nicht kostenlos öffnen, so wie die normalen Cases, die es schon immer gibt. Dann muss man sich nämlich einen Schlüssel für 2,50 kaufen und dann kann man eventuell gute Skins ziehen. Die Skins sind derzeit auch schon 400-500 wert teilweise, weil es wirklich Leute scheinbar gibt, die so viel zahlen dafür. Und ja, das ist halt wie bei CSGO mit den Kisten. Bei CSGO muss man da die Kisten auch kaufen, oder? Nein, die bekommt man auch kostenlos gedroppt, oder? Ja, theoretisch. Teilweise, ja. Ja. Aber du kannst auch welche kaufen. Aber du kannst die Kisten nicht fair kaufen, oder? Doch, kannst du auch. Die sind teilweise auch einiges wert. Weil halt vielen Leuten 7 Kisten in der Woche viel zu wenig sind. Die wollen mehr ausgeben und dann kaufen sie Kisten auf dem Steam-Market. Die gehen teilweise für, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Kurse sind, aber schon $2 oder 2,50 oder mehr weg und du zahlst halt gar nichts dafür. So kann man in der Woche, wenn man es nachzählt, ein bisschen Kleingeld auf Steam verdienen. Die man einfach Kisten kauft, kostenlos mit den Ingame-Points und die dann auf dem Screenmarkt vercheckt. Wow. Also die sind tradebar? Die sind tradebar, ja. Ah. Wow. Das ist halt richtig krass. Also jetzt mal, hast du so ein bisschen deine Bedenken, Whitey, dass das eventuell wie Counter-Strike wird? Hätte ich keine Bedenken, das stört mich nicht. Ich bin dann eh der beste Kunde wahrscheinlich. Was kaufst du die Sachen auch? Sag mal so, ich wollte unbedingt eine gelbe Jacke und eine gelbe Hose haben und habe dann mal 7 Kisten geöffnet. Für 2,50 das Stück.
Es hat sich gut angefühlt, Nils. Es hat sich gut angefühlt. Wie, die nächsten 7 danach nochmal, oder? Nein, ich kann erst morgen wieder welche kaufen. Achso, du kaufst sie also nicht vom Marketplace? Doch, doch, ich kaufe die Keys. Nein, vom Marketplace Kisten kaufe ich nicht. Das mache ich nicht. Diese Woche kann ich mir insgesamt 14 Kisten wiederholen. Und davon sind 7 kostenlos. Und für 7 werde ich, wenn ich sie öffnen werde, 2,50 für das Stück bezahlen, für den Key. Das werde ich ganz vielleicht machen, aber normalerweise mache ich es nicht. Ja, so also machst du es doch. Ja, ich mach's. Weil du eine gelbe Hose haben willst. Ich will die gelbe Hose haben. Was ist an der gelben Hose und gelben Jacke so bekannt? Also, nee, nicht bekannt, aber warum? Die ist gelb. Ich will auch den Dings, es gibt da sehr, sehr teure Skins auch. Vielleicht will ich auch so einen. Aber ich habe mich doch noch nie so befasst mit den Skins. Ich spiele lieber und mache Chicken Dinner. Sehr aber egal, wie in-game ausschaut. Jetzt nochmal, du kannst die Skins aber nicht in-game finden, dass man sich die da anzieht, oder? Also doch, du kannst den Gegner erschießen und der hat dann die gelben Sachen zum Beispiel an, dann ziehe ich die an. Okay, aber die hast du dann nicht für immer, sondern nur für das Spiel. Nur für das Spiel, ja. Ah, alles klar. Okay. Ah. Und das heißt, man kann Skins nur freischalten, wenn man Kisten öffnet? Nur wenn man Kisten öffnet. Sodass sie permanent da sind? Genau. Aber man kann, wie gesagt, kostenlose Kisten öffnen, wenn man neue Skins will. Man muss nicht 2,50 zahlen. Und im Hauptgame dann, wenn es fertig ist, sollen ja mehr Kisten kommen, glaube ich. Ich glaube, Brandon lässt sich das Geld nicht entgehen. Und die gelben Sachen könnten da jetzt aber auch in den kostenlosen Kisten drin sein. Oder? Die könnten, nein, da gibt es verschiedene. Du kannst da vorher auf die Kiste klicken und siehst, welche Skins in der Kiste sind. Die gelben Skins gibt es nur bei den Gamescom-Kisten. Also nur bei den Kisten, wo man 2,50 bezahlt, ja. Okay. Haben die Gamescom-Kisten, also ich meine, PlayerUnknown hat ja immer gesagt, dass sie das erst machen wollen, wenn das released wird. Haben die irgendeinen speziellen Sinn, diese Kisten, oder einfach nur jetzt aus Shits und Giggles? Ja, die Kisten, die derzeit da sind, die Gamescom-Kisten, sagt Brandon selbst, also der Entwickler von PUBG, da wird das ganze Geld benutzt für das Geld, was man beim Dings gewinnen kann, bei der Gamescom. Für das Event finanzieren und alles mögliche. Ganze Organisation und so. Okay. Und da geht es ja um einiges. Also läuft das so, könnte man fast sagen, wie bei Dota. Also Dota ist ja auch, wenn du über die Jahre, also über das Jahr im Steam einkaufst, geht das in den Preispool von The Invitational. Okay, ja, so ungefähr ist es, schätze ich, ja. Okay. Nicht übers Jahr, nur die speziellen Invitational-Sachen. Und verändert sich denn, also sagen wir mal, wir kaufen jetzt alle die Schlüssel. Verändert sich dann das Preisgeld für die Gamescom oder ist das jetzt schon fix? Es ist fix schon jetzt. Also es gibt 4 verschiedene Tage und an jedem Tag kann man, also das sind 4, ich glaube, ich darf das schon sagen. Aber sag's einfach nicht. Sag's einfach nicht, nein, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, dann sag's lieber nicht, bitte. Nicht, dass du eine Ärger kriegst oder so. Naja, es findet auf jeden Fall an 4 Tagen statt. Es ist jeden Tag 4-5 Stunden, verschiedene Events, First Person und alles mögliche. 4-5 Stunden am Tag? Ja, 4 Stunden wird es ungefähr dauern, schätze ich mal. Was, reden wir jetzt von einer Runde, oder? Na, von einem Event. Das ist Mittwoch eins, Donnerstag eins. Also bis Samstag gehen jeden Tag verschiedene Events. Aber das ist nicht nur ein Tag, eine Runde? Nein. Das ist schon das ganze Event. Also am ersten Tag zum Beispiel kann man gewinnen. Alle 4 Tage kann man gewinnen. Spielst du denn alle 4 Tage? Ja, sowieso. Ah, geil, nice. Alle 4 Tage dabei. Und es sind, glaube ich, 80 Leute, die halt bekannter sind durch Streamen und so. Und 20 Leute, die einfach nur verdammt gut sind vom Rating her. 20 Leute, damit die 100 voll werden. Da sind Leute eingeladen worden, die was in die Top 1000 oder Top 500 sind und eine 2000er Rate haben oder höher. So wirkliche man kann Biester. Jetzt nicht mehr reinkommen. Jetzt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon geschlossen ist. Es kann sein, dass sich Leute immer noch bewerben können. Ja, das ist ja richtig cool, das System eigentlich. Ganz nice gemacht. Ich meine, Streamer, also das, ich meine, wir sehen ja, was gerade passiert. Das hat ja auch eben gerade schon jemand im Chat geschrieben. Eigentlich besteht Twitch ja fast nur noch aus Battlegrounds aktuell. Ja, und Battlegrounds ist sehr gehypt. Die Streamer reinzuholen ist ja eigentlich sehr schlau, aber dass sie noch Leute aus der Spieler-Community per se mit reinnehmen, ist ja auch eine geile Sache. Ist eine geile Sache, finde ich auch, ja. Ja, das finde ich auch sehr cool.
Slappy, du hattest ja wegen den Microtransactions, was ja im Endeffekt ein Schlüssel oder ein Key kaufen, ist ja im Endeffekt dasselbe. Willst du vielleicht in das nächste Thema reingehen, weil du hast dich ja dort ein bisschen näher mit befasst? Und das wollen wir noch diskutieren oder soll ich erstmal, wie ich überhaupt auf das Thema kam, erzählen? Denn es gibt jetzt noch ein weiteres Spiel, in dem Microtransactions angekündigt worden sind. Deswegen, ich wollte da gar nicht so jetzt auf das Augenmerk auf Battlegrounds setzen, weil da hatten wir ja auch schon drüber gequatscht. Passt jetzt nur gerade, weil wir jetzt jemanden da haben, der Battlegrounds spielt. Aber der Nachfolger von Shadow of Mordor, Shadow of War heißt der, ein bekanntes Spiel, war ja vor 2 Jahren, glaube ich, sogar Game of the Year in vielen Fällen. Oder vor 3 Jahren. 3 Jahre. 3 Jahre, ja, genau. Der kriegt jetzt halt einen Nachfolger, der ist Shadow of War. Und da wurde jetzt ein sogenannter Market angekündigt, in dem es eben mit Microtransactions möglich sein wird, Loot-Chests, War-Chests, XP-Boosts und so weiter zu kaufen. Es gibt eine kleine Multiplayer-Komponente, die da angekündigt worden ist. Die funktioniert so ungefähr wie die von Metal Gear Solid 5. Also man baut sich quasi mit Orks und so kleine Fortresses auf, die man dann, also andere Spieler können sie dann angreifen und sich da irgendwie Loot holen. Aber es ist jetzt nicht so, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, es gibt noch nicht so viele Informationen über dieses System. Soweit ich das verstanden habe, wird es jetzt nicht so sein, dass wenn man jetzt online ist und jemand greift das Fortress an, dass man dann da reingehen kann und das gegen den verteidigen muss, sonst verliert man irgendwelche Orks, sondern es ist tatsächlich einfach nur so zum Spaß quasi. Aber diese ganzen Micropayments, mit denen man eben diese Loot-Chests und so kaufen kann, in denen eben Items drin sind, werden einem auch für Singleplayer-Game was bringen, weil da sind unter anderem auch Waffen, die eben der Hauptcharakter benutzen kann und solche Geschichten. Das heißt, Warner Brothers öffnet nun jetzt gerade den Markt, oder versuchen sie zumindest, den Markt zu eröffnen. Was aber Square Enix, glaube ich, auch schon gemacht hat mit Deus Ex, mit dem letzten. Und die letzten AC-Teile, oder? Konnte man sich da nicht auch... Ja, natürlich, da kann man sich doch auch über Ubisoft könnte man sich... die Punkte kaufen. Ja, ne? Und dann konntest du da im Game Sachen freischalten, Skins, Waffen und so. So ein Schwachsinn. Ja, echt, für was kaufe ich mir ein Singleplayer-Game und dann kommt sowas? Das ist so... Und es gibt eben zwei Arten von Währung. Das eine sind Mirian, die verdient man eben im Spiel. Und dann gibt es eben das Gold. Und das kann man in kleinen Mengen auch im Spiel verdienen, aber der Großteil wird halt durch echt Geld zu erwerben sein. Ich meine, das war in Unity, war das damals drin? Assassin's Creed Unity? Danach habe ich das nie wieder gesehen. Doch, doch. War das danach auch wieder drin, dass man sich diese, okay. Das gab's, ich weiß gar nicht, wann es eingeführt worden ist, aber man konnte sich eben Skins freischalten oder eben solche kleinen Zusatzwaffen, die man entweder durch Vorbesteller bekommen hat oder dann eben nachträglich durch diese Ubisoft-Punkte, die man sich, oder mit Echtgeld konntest du dir dann eben Sachen kaufen. Entweder für den Multiplayer, um die Charaktere hübsch zu machen oder auch im Game. Also es war so, Waffen, die kein Mensch braucht. Ich meine, du hattest da schon eine Riesenauswahl und dann so, ich kaufe mir doch kein Single-Game, ne, wo ich sowieso schon so um die 60 hin, nichts gegen das Geld, das bezahle ich gerne, aber dann will ich alles haben. Warum so, das ist so... Hey, du kannst das ja über die Zeit auch bestimmt freispielen. Genau. Ja, das macht doch so viel Spaß. Singleplayer-Spiel. Macht doch so viel Spaß, in einem Singleplayer-Game zu grinden. Bei Ubisoft ging es nicht. Es gab Sachen, die man wirklich nur kaufen konnte vom Skin her. Geht es oder geht es nicht? Ich finde es total alles unnötig. Es soll alles durch das Spiel auch ergrindbar sein. Ja. Ah, okay. Ich habe letzte Woche eine sehr intensive Zeit durchlebt und ich möchte mich jetzt darüber nicht aufregen. Ich hatte Salzwochen, ja. Und ich werde mich heute darüber nicht aufregen, sondern einfach nur folgenden Gesichtsausdruck machen. Das ist mein Kommentar dazu. Microtransactions, also warum in einem
Warum in einem Singleplayer? Gibt's Menschen da draußen? Ich meine, ich kann das verstehen. Horst, Familienvater, hat drei Töchter und dreht sowieso schon am Zahn und hat kaum Zeit zu spielen. Finde ich komisch. Also, wenn ich Familienvater wäre und ich mache einen Witcher 3 an und habe nicht viel Zeit, dann stelle ich auf leicht. Nur Story. Und dann laufe ich durch das Spiel, metzel alles nieder, weil ich keine Probleme damit habe und gucke mir die Story an und bin in 30, 40 Stunden mit der Story durch. Statt wie jemand, der wirklich viel Zeit hat, sich mit dem Spiel wirklich tiefst befassen möchte, auf Deathmatch spielt und dann in 100 Stunden erst durch ist, weil er wirklich alles sehen möchte, weil er die Zeit hat. Das ist, wie man ein Spiel designt, indem man den Leuten die Auswahl gibt, entweder du spielst es eben auf leicht, dann geht es schnell vorbei, hast aber vielleicht nicht den ganzen Spaß. Oder du brauchst halt ein bisschen länger, kriegst aber davon alles mit. Nicht, ich nehme ein Spiel und programmiere extra Mechaniken ein, an denen Leute rumgrinden müssen, um alles zu bekommen, wie ein Irrer, wie bei einem koreanischen MMO, weil die Leute das da gerne machen. Wie kann man denn so ein Spiel dann mit Spaß spielen? Verstehe ich halt nicht. Es ist ein Singleplayer-Spiel, dass ich in einem MMO, das vielleicht für 10 Euro auf dem Markt ist, ein bisschen Micropayments zahlen kann. Lassen wir das mal weg. Aber für ein Vollpreisspiel, das 60 Euro kostet, mir 40, 50 Stunden Spaß bereiten soll, dann noch extra Content reinpacke, an dem ich rumgrinden muss, damit ich auch alles sehe, das hat für mich nichts mehr mit Spaß zu tun. Ja. Hast du, Whitey, bis auf jetzt in Battlegrounds-Kisten, hast du schon mal in einem Spiel irgendwo Geld versenkt? In einem Browser-Game wie Farmville zum Beispiel? Ach so, nein, ich spiele sowas nicht. Ich spiele only Battlegrounds. Aber in CSGO habe ich Kisten gekauft seinerzeit. Ja? Habe ich einmal 100 Kisten gekauft, weil ich ein Case-Opening gemacht habe im Stream. Zum ein Jahr Twitch-Jubiläum, glaube ich, war das. 100 Kisten? 100 Kisten, ja, und Bill. Ich will das eigentlich vergessen. Ich will das einfach vergessen, was da passiert ist. Ich will das einfach vergessen. Ist das denn für dich egal oder trifft dich das auch, wenn du solche Sachen hörst? Das ist das, was kostet. Ja, wenn man es nicht muss, also ich finde es bei Online-Games fürs Kind und so. Hat aber der Entwickler dann mehr Geld und wenn man es will, wenn man selbst in-game besser ausschauen will oder anders wie die anderen, kann man halt Geld investieren, finde ich ganz gut. Aber kannst du dann nicht auch sagen, du musst ja dich auch nicht an den einarmigen Banditen setzen an der Raststätte und da dein Geld reinwerfen und den ganzen Tag da sitzen und Knöpfe drücken und Hebel ziehen. Da gibt es auch Gesetze für die Leute davor schützen, davon abhängig zu werden, die ganze Zeit da Geld reinzuschmeißen. Ist das nicht im Prinzip das, worauf wir hinauslaufen bei Videospielen, dass du dir die ganze Zeit für 2,50 Euro irgendwelche Keys für Kisten kaufen kannst, dass die Leute dann irgendwann da sitzen und nur noch Geld reinschmeißen, weil sie süchtig danach werden, dass sie irgendwo einen geilen CSGO-Skin für ihr Messer bekommen können und überhaupt nicht mehr darauf achten, wie viel Geld sie dafür ausgeben? Also ich glaube, die meisten Leute, die öffnen gar nicht so viele Kisten, sondern viel schlimmer war bei CSGO, oder schlimm, ich selber finde es ja nicht schlimm, weil ich selber immer gemacht habe, finde ich das Gambling. Da gab es ja viele Gamble-Seiten, wo teilweise Leute, die 12 oder junge Kinder teilweise noch um Tausender gegambelt haben oder um noch mehr Geld. Dann irgendwann haben es alles, ganze Taschengeld in gute Skins investiert. Ich kenne da zum Beispiel Leute, die haben sich um ein 100er Messer gekauft. Der ist 15 oder was ist der Kollege? Hat sich ein Messer gekauft für einen 100er und hat sich da hochgetradet, bis er 5.000, 6.000 hatte. So ein Inventar im Wert von 5.000, 6.000 und der hat sich das Geld, ich weiß nicht, ich glaube, der hat dann alles vergambelt. Alles wieder vergambelt und hatte dann gar nichts mehr. Jetzt sind die meisten Leute, die ich kenne, haben dann irgendwann gar kein CSGO mehr gespielt. Die haben nur noch gegambelt. Ja, siehst du, und das ist doch, also... Ich habe es auch sehr oft gemacht. Ich bin ja oft auf CSGO-Double gegangen und habe dann meine Messer und alles, was ich hatte, so halt verspielt oder gewonnen. Ich habe auch oft gewonnen, nicht nur immer verspielt. Ich spiele auch gerne Blackjack. Ich liebe so Glücksspiele. Teilweise zu sehr. Deshalb habe ich mir jetzt bei PokerStars ein Limit gesetzt. Ich kann bei PokerStars nicht mehr unendlich viel Geld aufladen, was sehr, sehr gut ist für meine Geldbörse. Aber das ist schon mal gut, selbst zu erkennen. Ja, das selbst zu erkennen und zu realisieren, ist schon mal Chapeau.
Die Frage ist halt selber, sollte das reguliert werden? Also ich meine, in jedem Spiel, wo es Kisten gibt, die käuflich zu erwerben sind, sei es drum, selbst wenn du irgendwann den Punkt erreichst, Whitey, und sagst, du willst unbedingt diese gelbe Hose und diese gelbe Jacke haben. Dann kaufe ich sie mir im Steam Market. Ja, siehst du? Oder du kaufst dir halt unzählige Kisten. Und das ist, kannst du in einem Singleplayer mittlerweile auch schon machen. Es ist halt Glücksspiel. Oder sehe ich das falsch? Selbst wenn es jetzt in Shadow of Mordor drin ist, in einem Singleplayer-Spiel, wo du keine anderen... Da wird dann vielleicht auch noch der Steam-Market dann aufgemacht und dann geht's da auch wieder los. Ja, Singleplayer-Spiel, da werden die Skins und so niemals so viel wert sein. Das sieht ja keiner. Also ich glaube nicht, dass da der Wert so hoch ist wie bei CSGO-Sachen. Da kostet ja eine Dragonlore, kostet ja 2000. Oder hat sie mal gekostet, ich spiele schon lange nicht mehr. Da denken, eine Ingame-Waffe 2000. Schon Skin, wohlbemerkt. Skin? Ja, nur ein Skin. Die Waffe ist ja nicht besser. Oder sonst was. Sie schaut einfach nur schön aus. Und man schießt nicht besser damit, oder? Am besten würde ich finden, wenn da irgendwie geschaut wird, dass die jungen Leute vor allem da nicht zu viel spielen. Ich finde, mit 18 kann man das gerne machen. Sollte jeder selbst wissen, was er tut. Was nicht und was ist der Geldbörse. Was man ausgeben kann und was nicht. Und unter 18 müsste da die Gambling-Seiten zum Beispiel, müssten halt das irgendwie machen, dass man sich da anmelden muss, aber ist halt auch leicht im Internet Alter zu fälschen. Ich weiß nicht. Ich habe nichts dagegen, ich mache es ja selber gerne. Kann leider nicht viel dagegen sagen. Habt ihr selber schon gespielt? Slabby? Sali? Also egal in welcher Form, habt ihr schon gespielt? Oder nicht? Also ich war noch nie im Casino. Doch, ich habe auch noch nie für echt Geld irgendwie Poker gespielt oder sowas. Ich habe mir schon mal für 20 Euro FIFA Gold gekauft. Tatsächlich. Und hab mir Footkarten dafür gekauft. Das habe ich mal gemacht. Fühlt es sich gut an? Das Gefühl ist schön, ja. Wenn du da 20 Euro in Gold siehst auf deinem Konto und kannst dir jetzt für die nächste halbe Stunde ständig Packs kaufen von dem höchsten Wert und die aufmachen und in irgendeinem könnte jetzt plötzlich ein blauer Marco Reus sein oder sowas. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Und das Gefühl ist genau das, woran sie halt eben Geld verdienen. Weil an das Gefühl kann man sich schnell gewöhnen. Und das Geld hast du am Anfang des Monats vielleicht. Und dann gibst du vielleicht mal mehr aus. Und es gibt einen Grund, warum es in Deutschland eben Gesetze gibt, dass nicht jeder eine eigene Lottobude aufmachen kann zum Beispiel. Selbst diese kleinen, Lotto... Wie hießen die nochmal? SKL und sowas, ne? Wurden mittlerweile auch verboten und verstaatlicht, weil es einfach nicht mehr tragbar ist. Und es gibt halt einen Grund, warum dieses Gefühl reguliert wird vom Staat und vom Gesetzgeber. Und in Amerika scheint es noch nicht so zu sein, weil die ganzen amerikanischen Firmen eben das raushauen. Ein deutscher Entwickler und ein deutscher Publisher, der den Sitz in Deutschland hat, könnte, glaube ich, nicht so einfach ein Micropayment-System installieren, soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile Gesetze und Gerichtsbeschlüsse dazu, dass Dinge, die du für echt Geld kaufen kannst oder gewinnen kannst, vor allen Dingen in Spielen, zählen, glaube ich, unterm Gesetz als Strom tatsächlich, dass du gewinnen kannst. Und damit sind sie eine Sache und damit sind sie tatsächlich Regularien unterlegt. Und es ist nicht so einfach. Aber da die ganzen Firmen eben ihre Sitze in Ländern haben, bei denen das in Ordnung geht. Kong, Kong! Ja, nee, USA. Da kann tatsächlich, glaube ich, jeder eine Lottobude aufmachen und es stört keinen. Ich catche was gar nicht. Ich habe mir mal in einem kostenlosen Spiel 2 Kisten gekauft, weil ich Haustiere haben wollte. Hast du gerade gesagt, du hast dir kostenlose Kisten gekauft? Nein, in einem kostenlosen Spiel habe ich mir mal Kisten gekauft, weil ich halt Tiere haben wollte. So für 9,95. Da habe ich mir mal Kisten gekauft. Das war es dann auch schon. Das war ein Fallout Shelter. Ich wollte halt unbedingt Tiere haben. Aber ansonsten, wo bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen? Damals WoW Gold oder so. Das konntest du dir ja auch schon kaufen. Aber ich muss sagen, dass dieses Gefühl, ich war schon im Casino, ich habe auch schon gespielt im Casino, aber ich weiß nicht, das ist so, das turnt mich jetzt nicht so an. Da habe ich keinen Kick. Ich finde Casino zum Beispiel übelst geil. Ich bin sehr oft in Casinos unterwegs. Also ich richtigen?
Ja, klar, Casino Austria. Ich mag die Atmosphäre in Casinos, das finde ich jetzt auch sehr schön, aber selbst spielen, ich weiß nicht, da reut mich, mein eigenes Geld reut mich da. Oder ich setze mir ein Limit und sage, okay, jetzt verballerst du heute 20 oder 50 Euro und spielst halt ein bisschen Blackjack. So, Roulette ist sowieso für, das würde ich jetzt nicht, aber so, ne, Blackjack finde ich, das mag ich. Aber Blackjack ist super. Ja, Blackjack ist super, aber selbst dann, dann gucke ich lieber zu und spiele zu Hause eine kostenlose Variante. Also mich triggert das jetzt nicht so. Ich war einmal im Casino mit 14 in Monaco, ich musste auf Toilette. War gut. Ich habe zweimal in meinem Leben das gemacht. Einmal, als wir mit dem Fußballverein nach Dänemark gefahren sind, habe ich mein ganzes Taschengeld auf der Fähre in Automaten reingeballert. Ich habe, glaube ich, 20 Mark gehabt. Danach hatte ich 0. Zwischenzeitlich hatte ich sogar so viel, dass ich mir hätte eine Playstation kaufen können. Schade. Habe alles wieder verloren. Und da war ich sehr, sehr jung. Und dann letztes Jahr, als ich auf der BlizzCon war und wieder zurückgekommen bin, war ich, glaube ich, stark kartenöffnensüchtig. Ich habe mir so viele Pakete Karten gekauft in Hearthstone, das war nicht mehr feierlich. Das war nicht mehr feierlich. Seitdem gar nicht mehr. Seitdem bin ich da so ein bisschen, oh nein. Wir zügeln uns einfach ein bisschen und nee. Ist gefährlich. Also selbst ich hatte, glaube ich, so was solche Sachen angeht, nie das Gefühl. Und ich sag mal, als Streamer ist es ja noch viel, viel schlimmer, weil du kannst dich ja immer abtun. Ist ja für einen Stream. Was haben wir Leute gesehen, die jetzt verschwunden sind und nur noch gegambelt haben? Pack-Opening-Streams, 24-7. Pack-Opening, Case-Opening, alter Verwalter. War das krass? Die das Zeit war gut richtig an. Übel. Die Leute sehen halt gern, wenn du verlierst. Ich glaube, die Leute schauen da am liebsten zu, weil sie sehen, wenn, also beim Blackjack bei mir, wollen die Leute natürlich immer, dass ich gewinne. Aber da schauen auch immer Leute gerne zu, die immer sagen, jede Hand wieder, All-In, komm schon, All-In. Ach, du spielst das im Stream? Ja, Blackjack spiele ich manchmal in der Nacht, also jede Woche oder alle zwei Wochen mal. Ich werde auch bald mal wieder ein Pokerturnier machen eventuell. Wo man dann, weil bei Pokerstars kann man mit 9 Leuten oder 10 Leuten am Tisch spielen. Also um Echtgeld, um ein bisschen was, sagen wir mal, jeder einen 20er Einsatz. Dann so ein Turnier machen, dann ist auch spaßig. Da 10 Leute mitmachen. Ja, sowieso Poker, alles was mit Glücksspiel zu tun hat, liebe ich. ding, ding, ding. Er weiß ich schon. Naja, also aber nur 7 Kisten pro Woche in Battlegrounds kaufen, oder was? Ja, Battlegrounds, das ist hier wieder eine eigene Liga. Battlegrounds, ich habe mir eigentlich geschworen, ich werde niemals für 2,50 einen Key kaufen, aber ups. Vorher habe ich gelesen, dass Lost es im Chat eingegeben hat, da das Geld, was ich da investiere in die Kisten, sowieso in die Infitational geht oder Infitational oder wie man das nennt. Dass das Geld sowieso dahin geht, werde ich es nachher wieder nach Hause holen, indem wir das Match gewinnen. Ja, dann ist das doch nicht so schlimm. Also eigentlich investiere ich nur in mich selbst und in Lost, Mai und Daniel. Genauso muss man es sehen. du glaubst an dich. Ja klar. Wow. Aber findest du, also mal einfach so eine Frage, wenn du da so drin steckst und du bist ja auch sehr euphorisch, wie man sieht, denkst du, du hast ein Glücksspielproblem? Nein. Ich hatte mal wirklich eine Zeit, so 2012 bis 2014, da waren wir fast jedes Wochenende im Casino. Wirklich fast jedes Wochenende. Es waren halt immer ein paar Kollegen, sind wir immer ins Casino gefahren. Und hatten halt da, die anderen Leute sind feiern gegangen und wir sind halt ins Casino gegangen. Fanden wir persönlich nicer. Das habe ich dann auch irgendwann lassen, weil irgendwann wurde es mehr Minus wie Plus. Gab auch Zeiten, du gehst mit den 100er ins Casino und gehst mit 2.500 nach Hause. Innerhalb von ein paar Stunden. Dann natürlich nice. Aber manchmal gehst du auch mit 500 ins Casino. Oder wie ich, mit 500.000. Und gehst mit 0 nach Hause. Das ist halt so ein Glücksspiel. Aber süchtig, nein. Nein. Naja, aber es ist halt so, nicht jeder, der... Ich komme der Schuh geflogen von der Freundin. Halt die Schnauze! Nicht jeder, der ein Bier trinkt, ist Alkoholiker. Und nicht jeder, der eine Zigarette raucht, ist abhängig von Zigaretten. So, darum müssen wir uns nicht unterhalten. Aber es ist trotzdem so eine Suchtgefahr da. Weil es ist immer ein Glücksspiel. Und wenn ich mir jetzt angucke, FIFA 17 hat eine USK-Wertung von 0. PUBG 3. Hearthstone hat USK 0. Das heißt, jeder 13-Jährige, 14-Jährige, der in Deutschland rechtsfähig ist,
und sein eigenes Taschengeldkonto haben darf, darf an Glücksspiel teilnehmen. Ironie, Leute, Whitey geht nicht in 500.000 da rein. Ironie. Uff. Please. Slabby? Nee, ich hatte schon gesagt, also, ne, es können halt 13-Jährige an Glücksspiel teilnehmen, weil es ist Glücksspiel. CSGO ist auch ab 16 in Deutschland. Hat eine USK-Wertung von 16. Da kannst du auch Kisten kaufen. Und Valve nimmt das Geld gerne an. Boah, da sind wir bei dem Thema Jugendschutz. Entschuldigung, dass ich dazwischenrede. Nee, nee. Oh, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann wird das sehr großes Fass. Mit Jugendschutz, weil dann... Aber ist das nicht deswegen bei CSGO ist doch Gambling untersagt jetzt von Steam aus, oder? Die Gambling-Seiten sind untersagt. Also du darfst nur nicht mehr... Nur die Gambling-Seiten oder ist generell von Steam auch was gemacht worden? Naja, diesbezüglich. Du kannst immer noch Kisten und Schlüssel kaufen. Ja. Und da, das meine ich mit Gambling. Du kaufst dir einen Schlüssel für ein bestimmtes Geld, du hast eine Kiste und öffnest diese Kiste mit dem Schlüssel. Du wirfst also quasi Geld in diese Kiste, bevor du weißt, was drin ist. Und irgendein random Number Generator irgendwo auf einem Server bestimmt, was du da rausbekommst. Könnte ein Skin sein, der auf dem Markt 700 Euro wert ist. Es könnte aber auch ein Skin sein, der 0,01 Cent wert ist auf dem Steam Market. Und das ist Glücksspiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade so ein bisschen Angst davor, dass Battlegrounds genau dasselbe macht. Battlegrounds wird genau dasselbe machen. Oder dasselbe wird. Ich glaube, dass da viele Leute dann nur noch Packs openen. Aber ich will halt, dass der Entwickler den Fokus aufs Spiel setzt und nicht auf die Kisten. Ansonsten, derzeit ist es noch eine Alpha, glaube ich. Und eine Beta. Wenn es dann fertig ist, dass der Entwickler dann nicht nur auf die Kisten schaut, sondern auch neuen Content ins Game haut. Dass er das Game dann. Ja, bei CS hast du auch immer neuen Content gehabt, aber so großartig war dann nur noch Kiste, also Gambling. Ja, ist so, ja. Es gab halt ein paar Mal neue Maps und ein paar neue Missionen, Operations. Aber Hauptbestandteil ist halt das Gambling. Also die CSGO kostet ja auch nur einen 10er oder was. Oder teilweise bekommt sie schon für einen 5er. Ich hoffe, dass Battlegrounds mehr bergauf geht, dass mehr passiert. Letztens die neuen Updates, das Update jetzt, das was vorher war, da haben sie ja die Loot-Verteilung umgestellt, damit viel weniger Loot liegt wie vorher. Also man kann nicht mehr landen und sofort kämpfen. Kann man schon, wenn man Glück hat. Finde ich zum Beispiel auch. Jetzt sind wir schon wieder bei einem anderen Thema. Lass mal das. Jetzt schon wieder auf viel zu viel im PUBG unterwegs. Das mach ruhig. Wir waren ja beim Glücksspiel. Ja, das gehört ja dazu. Hau rein. Ich will nur, wenn Brandon das hört, bitte mach den Loot wieder wie vorher, Brandon. Danke. Loot-Verteilung, die neue. Was war denn das für ein süßer Blick gerade? Ja, für Brandon. Okay. Übrigens, PUBG Lotto ist schon reserviert, ne? Mhm. Gibt schon. Ja, PUBG Lotto, die Internetseite wurde schon reserviert. Wow. Let's go. Nicht von mir, ich bin da nur Admin, aber ich habe die per Zufall gefunden. Ich habe schon wieder so ein Flashback, ne? Weil die Gambling-Zeit, die war echt schlimm. Finde ich, bei CS. Und ich sage es immer wieder, wenn wir von PUBG reden, ne? Also selbst wenn ich nicht viel spiele aktuell, ich wäre wirklich so traurig, ne? Weil ich das, sie machen sowohl was Positives, indem sie ihren Content pushen und auch, naja gut, sie haben auch ihre Fehler da drin, ne? Aber dass sie das Spiel gut entwickeln, dass sie sich bei Twitch endlich mal hinsetzen und da was machen, und wenn dann diese Gambling-Scheiße kommt, dann ist das für mich komplett undurch, obwohl die da gar nichts für können. Weil dann ist es komplett für den Arsch. Und das Problem an der ganzen Sache ist, was ich daran sehe, dass sie das Geld ja sicherlich auch brauchen, weil irgendwann hat jeder PUBG gekauft. Das heißt, es muss sich ja auch wieder finanzieren und so weiter und so fort. Alle wollen was zu essen haben, logischerweise. Das Ding ist halt nur, was macht die Community wieder da draus? Und da habe ich ganz, ganz große Angst vor, dass das so ein CSGO-Gamble-Festival wieder wird. Nur, dass es dann PUBG-Gambling-Festival wird.
Ich bin da komplett raus. Ich hab da, ich verstehe nicht, wie man da so viel Geld rein. Ich habe das auch schon bei dem CSGO-Skins nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so wahnsinnig auf ein Skin sein und so viel echt Geld dahin schmeißen? Das ist so. Also ich werde mir dann, wenn es dann soweit ist, sicher ein paar Kisten kaufen im endfinalen Game. Ich bin da jetzt schon ein bisschen. Ich finde es ja nicht so schlimm unbedingt. Also. Es ist ja in der Theorie. POBG.com ein paar Mal unterwegs sein, wahrscheinlich. Es ist ganz, ja auch ganz sicher sogar nichts dabei. Weil es finanziert ja auch das Spiel, was ja auch gut ist. Wie gesagt, ab einem gewissen Punkt haben alle PUBG gekauft. Und sie müssen ja auch generell erstmal die ganzen Server und so noch bezahlen. Ich sage ja extra, was die Community daraus macht. Und wir haben es ja schon gesehen, wenn die Pforten geöffnet werden, dann ist das ist wie Pandoras Büchse. Und das, ich sehe diese Gamescom-Kisten sowohl kritisch als auch positiv. Es ist positiv, weil es das Invitational finanziert, dass alle Leute dahin geflogen wird, dass da 5 Tage lang was gemacht wird. Super positiv, klasse Idee. Aber, und da ist wieder das kleine bisschen schwere Aber, es wurde gesagt, wir machen das erst ab Full Release. Jetzt haben sie es vorher gemacht. Kann man sehen, wie man möchte, sind 2 Sachen, die man sich gegenüberstellt. Wie gesagt, am Ende nachher, wenn es rauskommt, es ist cool, weil es das Spiel finanziert, die Leute können weiterarbeiten, was sie sicherlich tun werden. Auf der anderen Seite ist, was wieder die Community daraus macht. Und das sehe ich so wieder ein bisschen kritisch. Das sehe ich sehr, sehr kritisch. Denn dann haben wir nämlich dasselbe wie bei CSGO Lotto und wir reden hier nicht nur über erwachsene Menschen, sondern wir reden auch über junge Menschen. Und diese Gambling-Kacke sollten wir nicht an junge Menschen weitergeben. Und das ist so dieses Ding. Und wenn das Überhand nimmt, dann wird das genauso ausradiert irgendwann, wie es ja schon passiert ist mit den Gambling-Seiten für CSGO. Immer noch. Unter der Hand. CSGO gibt's immer noch. Es wird immer noch gegambelt. Ach so? Ja. Und auch keiner, soweit ich weiß, ist dafür ins Gefängnis gegangen. Aber ja, es gab dann Entschuldigungsvideos vor der G-Klasse. Wie traurig man ist, dass alle auf einen schießen. In der Millionenvilla. Mit Hund vorne, den man dann gestreichelt hat. Manche sind auch nach Mexiko, glaube ich, ausgewandert. Nee, das war ein Trollvideo. Achso. Naja. Also keiner von denen wurde in irgendeiner Form belangt. Und das ist ein sehr, sehr kritisches Thema. Und das, wie gesagt, deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, weil ich das dem Spiel, ich möchte das nicht, dass das dem Spiel passiert. Und es ist einfach richtig beschissener Scheißkram. Es ist richtig beschissene Scheiße. Weil das ist halt einfach, niemand hat da die Hand drauf. Niemand kontrolliert das. Niemand. Und das ist richtiges Ödland. Und da wird richtig schön rein von hinten. Furztrocken. Schwierig. Ja, bei den Kindern müssen halt da die Eltern dann ein bisschen mehr schauen. Das ist auch wieder richtig. Die meisten, es ist ja nicht so, dass jeder mit 12 Jahren Geld aufladen kann. Außer es geht mit Paysafe-Cards, dann ist es natürlich wieder anders. Paysafe-Card macht's möglich. Ja, Paysafe-Card macht vieles möglich, stimmt schon. Ja. Ich hätte wahrscheinlich, wo ich 12 war und gewusst hätte, dass es Gambling gibt, hätte ich wahrscheinlich sehr viel gegambelt, mit 12 schon. Mit 10 auch schon. Na, mit 10 noch nicht, aber mit 12. Weil ich wahrscheinlich der Obergambler gewesen, wenn ich da CSGO gespielt hätte. Dann hätte mal ein Kollege erzählt, also die sind ja, wenn ich im Team bin, dass sein Messer 400 wert ist. Dann hätte ich mir gedacht, ich will auch so ein Messer. Ich will eins um 500, das Beste ist wie eins. Dann hätte ich wahrscheinlich Gamble angefangen. Teamguthaben gekauft, Kisten geöffnet, alles. Bis ich irgendwann kein Geld mehr gehabt hätte. Aber zum Glück ist es natürlich nicht so passiert. Ja, dann fängst du einfach an zu streamen, damit du das unterstützen kannst. Genau. Aber du hast dein Geld ja auch weise angelegt. Ich meine, du hast die Ölquellen gekauft. Ölfelder, keine Quellen. Felder, Verzeihung. Ja. Ganze Häuser, Villen. Also keine Häuser, nur Villen. Villen, Lofts. Und jetzt bin ich derzeit auch am Schauen, ob ich eventuell noch Flugzeuge anbiete.
Derzeit habe ich nur Helikopter im Angebot, aber eventuell auch Flugzeuge in naher Zukunft. Da muss ich morgen nochmal nach Dubai und dann muss ich das Ganze noch klären. Cool. Machst du das eigentlich immer vorm Stream? Dann, es gibt ja, letzte Woche war ich am Mittwoch zum Beispiel nicht am Streamen, weil ich geschäftlich unterwegs war in Aserbaidschan. Da habe ich eben das mit den Ölfeldern geklärt. Ich weiß noch nicht, wie es diese Woche sein wird. Hast du schon? Das ist halt auf jeden Fall in Planung, dass ich ein Flug, dass in nächster Zukunft auch Flugzeuge im Angebot sind. Ich werde irgendwann, wenn es sich ergibt, einen Online-Shop aufmachen, dann können sich die Leute das alles anschauen. Vielleicht will ja irgendwer von euch ein Flugzeug. Wer weiß. Ich empfehle dir, eine Fußballmannschaft vielleicht zu kaufen noch. Wenn du jetzt da gerade das Kleingeld übrig hast. Ich habe gehört, 1860 München sucht noch nach einem Investor eventuell. Da könntest du einsteigen. Brauchst auch keine Ahnung von Fußball zu haben. Okay, einfach also, mal investieren, sagst du. Ja, ja. Ja, da quatschen wir mal offstream, bitte. Ja, ja. Um nochmal kurz zu den Spielen zu kommen. Da wir ja darüber noch gar nicht gesprochen heute. Wir sind ja direkt reingesprungen in die Themen. Hellblade, das hatten wir ja nur kurz angerissen. Wollen wir kurz mal über Hellblade reden? Sali, du hast das doch gespielt, oder? Ja. Magst du kurz nochmal das zusammenfassen für die Leute? Das ist ja Dienstag rausgekommen. Stört es dich, wenn ich die ganze Zeit dazwischen flüstere? Nein, ja, das stört mich überhaupt nicht. Wenn du einmal erzählst. Fokus. Ist vollkommen normal. Fokus. Oh Fokus. 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 Ja, ungefähr so fühlt man sich. Also ich muss sagen, Hellblade ist eine Erfahrung. Ich glaube, so kann man es am besten sagen. Dieses Spiel wurde entwickelt mit der Hilfe von psychisch gestörten Menschen, die Schizophrenie haben. Und es ist, was ist Hellblade? Hellblade ist ein Adventure? Es ist ein Adventure. Es ist ein Abenteuer, ja. Es ist schon, ja, es ist schwierig, ne? Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, sie können sich das überhaupt nicht antun. Man hat halt, man fängt an und spielt sie und hört die ganze Zeit Stimmen. Und wenn das wirklich so ist bei schizophrenen Menschen, dass das so ist wie dort, Himmel Maria. Dann muss ja Himmel Maria, so einen Einblick dafür zu bekommen. Ich muss sagen, ich war froh, dass ich an dem Abend, wo ich Hellblade gespielt habe, danach eine Mädelsrunde hatte, wo wir ein bisschen geschnattert haben und wo man so ein bisschen abgelenkt war vom Spiel und ich mich nicht dann noch ins Bett gelegt habe und darüber zu lange nachgedacht, weil es geht dann schon ein bisschen unter die Haut. Ne, sie ist auf, ich will ja gar nicht zu viel spoilern, sie ist auf einer Reise und hat halt als Begleitung die ganze Zeit diese Stimmen. Es ist ein unglaublich tolles und intensives Spiel. Es sieht unglaublich schön aus. Und es ist was Neues. Ist es. Es gibt aber Menschen, die haben irgendwann die Stimme ausgestellt. Konnte man die ausstellen? Man kann den Ton, glaube ich, wegmachen. Ja, gut. Das Kampfsystem ist relativ simpel, aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Es war eine echte Erfahrung. Ich würde es nicht missen wollen. Ich fand es großartig. Ich auch. Wie lange hat es gedauert, bis du es durchhattest? 8,5 Stunden. Ja, vielleicht kaufe ich mir das auch. Es schaut auch ganz nice aus, finde ich. 8,5 Stunden. Du hast einen Schwierigkeitsgrad, wenn du startest, der auf Auto, also das Kampfsystem steht auf Auto. Es passt sich anscheinend irgendwann an, wenn du zu viel abloost, dass es dann leichter wird. Du kannst es aber auch auf leicht stellen. Ich habe gerade den zweiten Durchgang, nur um ein paar Sammelsachen noch einzusammeln, damit ich mir die 100%. Was machst du? Nichts. Lass mich. Mann, ich mach das nochmal. Ja, aber nur offstream und hab nebenbei andere Sachen noch am Laufen, weil man nicht skippen kann und ich will die Platin haben. Lass mich. Sind das nur 8,5 Stunden? Ich finde das krass. Es ist ein tolles Spiel und ich habe nicht alle Geschichten gefunden von den Steinen. Mir fehlen 7 Steine und dafür muss ich das komplette Spiel noch einmal durchspielen. Ich lasse das so nebenbei und dann spiele ich das und es ist ein tolles Spiel. Die Geschichten waren super, also so in die nordische Welt auch eingeführt werden. Manche Fabeln waren echt schön. Ein tolles Spiel. Eins der wenigen, wo ich sage, zum Glück wurde es nicht auf Deutsch synchronisiert. Man hat nur die englische Synchro, aber deutsche Untertitel. Ich glaube, da hätte man nur kaputt machen können mit einer zusätzlichen Synchro. Weil das geht, ist ein tolles Spiel.
Also ich habe es an einem Abend durchgespielt. Ich hatte am Ende des Spiels keinen Bock mehr. Und zwar so überhaupt nicht mehr. Mich hat das überhaupt nicht mehr tangiert. Weil sie leider den Spannungsbogen falsch gespannt haben und zu spät losgelassen haben. Aber prinzipiell, das Spiel, wer vielleicht mal einen Einblick haben will in Psychose und Schizophrenie, der sollte sich das mal reinziehen. Und das ist richtig, richtig krasser Tobak. Ja. Das ist, also ich meine, ich bin kalt wie ein Stein manchmal. Und ganz viele Dinge interessieren mich überhaupt gar nicht. Aber das ist scheiß die Wand an. Ich war nachher einfach nur noch sauer über das Spiel. Prinzipiell die Story. Puh. Also ich sehe das jetzt in ein bisschen anderen Augen, wenn jemand sagt, dass sein Stübchen nicht ganz richtig läuft. Ja. Weil wenn du die ersten 10 Minuten spielst, denkst du dir so, oh, come on, könnt ihr jetzt einfach die Fresse halten? Quatsch mir nicht voll. Weil du wirklich nonstop in der ganzen Zeit Stimmen hast, die dich voll labern, währenddessen du spielst. Permanent. Von der ersten Minute an bis zum Ende. Nonstop. Die hören niemals auf. An keiner Stelle. Egal, was du machst, du hast immer mehr als nur eine Stimme im Kopf. Und das ist Wahnsinn. Wobei die Rätsel völliger Crap sind. Also, das weiß ich nicht. Das Spiel an sich, das Gameplay ist einfach fad und naja, wohl durchdacht und auch wieder nicht durchdacht. Und das macht das Ganze wieder kaputt. Wer sich darauf einlassen kann und wo halt überhaupt, also ich fand es wirklich übelst langweilig. Todeslangweilig. Echt? Die Rätsel waren so unendlich langweilig. Gehe durch die zwei Pfosten durch, gehe die durch die nächsten zwei Pfosten, jappi, jappi, jappi. Aber ansonsten, wow. Ich habe es jetzt gekauft. Jo, viel Spaß, Freudi. Viel Spaß. Du solltest das übrigens nicht mit Humor sehen, weil ich habe es dann irgendwann versucht, mit Humor zu sehen, damit ich es durchspielen kann. Sehr viele Leute haben mich beschimpft. Das ist ein sehr, sehr ernstes Spiel und das wird scheinbar auch sehr ernst behandelt. Das war nämlich genau das, was mich am meisten genervt hat an dem Spiel. Ich habe es bei vielen gesehen, bei euch beiden zum Beispiel und auch bei anderen Streamern. Und der Chat in dem Spiel hat mich am meisten getriggert, weil es offensichtlich irgendwie zum guten Ton gehört, seine Krankenakte darzulegen im Chat hinter der Maske der Anonymität. Und es bringt einfach Leute dazu, über ihre eigenen psychischen Krankheiten zu sprechen, die sie entweder mal hatten oder beobachtet haben oder sonstiges. Und das hat mich am meisten, nicht die Tatsache, dass die Leute darüber reden, aber mit wie viel übertriebener Ernsthaftigkeit sie darüber reden. Wie man selber nicht mehr irgendwie mit den Leuten diskutieren konnte, sondern sie sofort getriggert waren. Das hat mich am meisten genervt an dem Spiel. Tatsächlich. Nicht das Spiel an sich. Gut, die Stimmen waren nervig. Aber Tatsache, dass Leute so offen mit ihren Krankheiten umgehen, hat mich tatsächlich sehr, sehr hart genervt. Sorry, falls das vielleicht... Das finde ich jetzt gar nicht. Abgesehen davon, dass ich fast nicht im Chat aktiv war, weil ich habe das eben mit Kopfhörern gespielt und ich habe die ganze Zeit diese vielen Stimmen im Kopf gehabt und ich habe, um auch eintauchen zu können, ich werde dann immer so schnell rausgeholt, wenn ich zu viel Chat lese. Aber ich kann das verstehen, dass es Menschen gibt. Das ist genauso, wie wenn du in einen Technik-Stream reingehst und die Leute sind halt der festen Überzeugung, dass nur der Akkuschrauber von Bosch in grün oder in blau, es gibt da zwei verschiedene, nur der ist das Wahre und darum, das ist ganz normal, dass die Leute sich da... Ja, aber da triggert mich das ja auch. Ach so. Also wenn ich mir jetzt einen Stream angucke von einem Mädel und einem Jungen, einer Frau und einem Mann, die bei Alternate sich einen PC zusammenstellen wollen und der Chat weiß alles besser, dann triggert mich das genauso. Okay. Ich gut, glaube, dem Mann, als er den Chat gelesen hat, dem ging es dabei auch nicht so gut. Ja. Weil und ich finde gerade dieses Totschweigen von eben diesem psychischen Problem, ich glaube, für manche Leute ist das eben auch eine Möglichkeit, darüber zu reden. Und ich glaube, das Nichtreden, das ist eben... Sally. Ich bin Nichtsnutz, der im Internet sitzt und Videospiele spielt. Mich gehen die Krankheitsgeschichten anderer Leute nichts an. Sehe ich anders. Weißt du warum? Pass auf, ich streame, seitdem ich streame ich Weihnachten.
Für mich ist Weihnachten ein Fest. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Gerüchte, die Lichter. Ich mag diese Zeit im Jahr sehr gerne. Gerüchte? Gerüche. Gerüchte? Gerüchte? Gerüche. Die Gerüchte. Zu Weihnachten kommen wir die geilsten Gerüchte. Nee, eigentlich Slappy nicht. Hat was auch immer gemacht. Sally. Okay, nee. Ja, Slappy und Sally. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr wieder. Es ist, ich habe das damals, wir sind da gesessen, hatten es gemütlich. Ich glaube, ich habe The Evil Within zu meinem ersten, da habe ich im November angefangen zu streamen und im Dezember, am 24. habe ich The Evil Within gespielt. Sehr schönes Weihnachtsstream, kommt sehr viel Rot drin vor. hey! Deswegen passt auch, okay, ja. Und es ist einfach, ich habe das dann im nächsten Jahr wieder gesagt, sag ich, ach ja, am 24., ja, da werde ich schon wieder streamen. Und es gab Leute, die gesagt haben, dass sie das so schön finden. Sie haben eben einen Punkt, wo sie hinkommen können, weil für sie die Weihnachtstage Trigger-Tage sind. Es geht ihnen dann eben psychisch nicht so gut. Und sie haben die Möglichkeit, sich da fallen zu lassen, berieseln zu lassen vom Stream und fühlen sich irgendwie zu Hause, unter Freunden. Und das ist etwas, warum mich sowas nicht kalt lässt. Weil eventuell ziehe ich ja auch so ein bisschen, ich gehöre zu den Streamern, ich ziehe auch Energie von meiner Community. Es gibt Tage, wo man einfach nicht 100% Halligalli, Party und sonst was ist, sondern wo es auch Sachen gibt. Nein, ich bin nicht. Was bist du für ein Streamer? Ja, ich weiß. Und dann ziehe ich Energie. Force positivity all the way. Diskutier doch jetzt bitte nicht rum. Ja. Wie willst du Whitey näher werden? Ja, das Force ist das. Positivity. Das ist das Schwierige. Und es gibt halt auch mal Zeiten, wo ich die eben meine Energie aus anderen ziehe. Und darum, bin ich da gar nicht so in der Abwehrhaltung. Klar möchte ich nicht, dass man jetzt im Chat la 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 la, sondern dass, aber wenn gerade ein Spiel gespielt wird, wo es einfach um Psychosen geht und das Ganze, dann könnt ihr sich auch darüber unterhalten. Wie wenn du hier Meister Maka spielst und Bier und Autos das Thema ist und der Motor, dann unterhält man sich halt darüber. Was für ein Radschlüssel benutzt du denn? Ha? Ich habe mir einen neuen Wagenheber gekauft. Whitey, du wolltest was sagen? Ich wollte nur einwerfen wegen Weihnachten und Streamen, dass ich mich letztes Jahr zu Weihnachten als Weihnachtsbaum verkleidet habe und gestreamt habe. Als Weihnachtsbaum? Mit Lametta? Nein, ich habe mir da in meine Dreads habe ich mir so Kugeln gehängt und so Weihnachtsbaumschmuck. Und eine lange Nase hatte ich. Keine Ahnung, wieso die lange Nase, aber es passt ja einfach. Schneemann? Vielleicht? Was? Schneemann? Möhre? Ja, so ähnlich, ja. Also ich war einfach ein Weihnachtsbaum letztes Jahr Weihnachten. Also zu dieser Geschichte, für mich hat das immer eine Grenze. Also ich möchte auch nicht, dass Menschen, die mir zuschauen, ihren emotionalen Mist abladen. Ja. Problem an der ganzen Sache ist, manchmal lade ich meinen Mist auch ab. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal emotionalen Ballast abgelegt habe. Außer wenn mein WLAN scheiße ist und mir das gesagt wird, dass das Mimimi ist, wenn mein WLAN nicht funktioniert. In welchem Jahrzehnt leben wir? Es ist 2017, ich habe kein WLAN. Nein, Spaß beiseite. Für mich ist das auch eigentlich sehr, sehr schwierig. Weil ich arbeite, das ist nicht mein Job, andere Leute irgendwie zu. Du kein Psychiater. Nee, genau das wollte ich sagen. Nein, ich bin halt du nicht, ich nicht bin kein Psychiater. Es ist aber gut für Leute, dass sie darüber reden und das ist auch wichtig und das haben wir sehr oft gesehen. Es ist grenzwertig. Ich verbiete es den Leuten nicht, aber manchmal, ihr kennt das ganz genau. Ihr seid schon alle paar Jahre auf Twitch. Wenn irgendeiner jeden Tag ein anderes Wehwehchen hat, dann denke ich mir doch so, weißt du was? Hau ab jetzt. Geh bitte. So, dein Leben, also bei manchen hört sich das an, als wenn ihr Leben eigentlich nur ein ganzer Haufen Scheiße ist. Und dann frage ich mich, wie kannst du denn Twitch konsumieren? Und an dieser Stelle, wenn ich genau diese Momente habe und darüber nachdenke, fühle ich mich manchmal schlecht, weil du weißt nie, wer dahinter sitzt. Du weißt nie, wer dahinter sitzt und ob der wirklich die Probleme hat. Und das ist gefährlich. Das ist ein Spiel, was über Jahre gespielt wird, wo du es entweder ignorierst, voll und ganz, vollends und dir sagst, okay, scheißegal, hier ist meine Spur, ich fahre. Oder ob du dir das annimmst. Und wenn du dir das annimmst, das ist eine gefährliche Zeit. Aber ich muss dir sagen, ich bin durch Twitch
Ja, und das wissen einige. Ich bin sensibler für so etwas geworden, weil früher war ich da schon sehr und heute ich bin sensibler für solche Themen eben geworden. Früher hat mich das. Früher war ich eventuell mehr so wie Slabby. Interessiert mich doch nicht, der emotionale Ballast da. Und ich bin etwas sensibler dafür geworden. Also ich sehe das so, mir gucken vielleicht 100 Leute, 150 Leute zu, wenn ich ein Videospiel spiele. Und ich bin dafür da, oder ich sehe das als meine Aufgabe in dem Moment, 100 bis 150 Leute zu unterhalten. Mhm. Und dazu gehört gute Laune. Mhm. Find ich oder eine Laune im Allgemeinen, die einigermaßen gut ist zumindest. So, ich kann auch schlechte Laune haben und das trotzdem unterhaltsam verpacken. Was ich nicht kann, ist, wenn halt Leute super krassen Ballast abwerfen im Chat. Weil ich kann meine Empathie nicht abschalten. Und ich denke zumindest, dass ich irgendwo empathisch bin, dass mich dann sowas halt, wenn mir jemand sowas schreibt, eben irgendwo berührt. Und in dem Moment kann ich mich dann nicht mehr zu 100% darauf konzentrieren, Leute, die anderen Leute eben, die dann auch genauso viel Unterhaltung haben wollen, zu unterhalten. Mhm. Und weiß ich nicht. Es gibt halt Leute, zu denen man gehen sollte mit sowas. Und es gibt mich. So. Ich verstehe dich gut. Und das habe ich, gehe ich zu einem Teil dahinter. Man ist eben da, um, ne? Die Leute wollen das konsumieren, die wollen gute Laune und dafür bin ich auch immer mit meinem Stream gestanden. Aber ich habe auch mal einfach eine Zeit gehabt, wo es mir selber nicht so gut ging. Und wo für mich die zwei Möglichkeiten gab. Entweder lasse ich den Stream aus und komme alleine damit klar oder eben mit Ärzten und dem Ganzen. Oder eben ich streame weiter, habe eine Aufgabe. Und das war für mich der richtige Weg, um mit Dingen klarzukommen. Ich glaube, vielleicht wird man deshalb auch ein bisschen feinfühliger. Das ist einfach so eine Zeit gewesen, wo ich aus der Community Kraft geschöpft habe. Und das ist ein Geben und ein Nehmen. Und ich finde, voll die wenn man. Gute Laune-Leacherin. Ja, ich weiß. Und ich finde, wenn ich 340 Tage im Jahr gute Laune bringe und so, stehen mir vielleicht auch mal 20 Tage zu, weil ich bin einfach nur Mensch. Ja, dass es einem nicht so gut geht. Und dann kommt mein emotionaler Ballast. Und ja, und dann sagt keiner, jetzt kannst du mal aufhören, über deine Scheiße da zu reden, ey, und loot mal da hinten glänzt's. Ne, das ist halt, und da bin ich froh drum. Bin ich ehrlich, ich bin froh drum. Ja, klar möchte ich nicht die ganze Zeit lesen. Aber so ein bisschen Feingefühl entwickeln. Und gerade bei einem Spiel, was halt nonstop dieses Thema angeht, kann ich es verstehen, dass die Leute darüber schreiben. Und das analysieren. Der eine weiß mehr, der andere weiß weniger. Und manch einer saß vielleicht nur in der Ecke und hat sich den Chat so durchgelesen und dieses Spiel. Und ich habe einige gelesen, die gesagt haben, sie fanden das Spiel sehr beklemmend. Diese Atmosphäre und so, es ist unangenehm, beklemmend und trotzdem war es so interessant, weil man wissen wollte, wie es weitergeht. Ne, es ist. Mir tut es gut, so ein bisschen feinfühliger zu sein. Ich habe es eben so gemacht, als mir Kacke ging, habe ich den Stream angeschmissen. Habe angefangen, Streamer zu sein. Und habe Videospiele gespielt, weil sie mich davon ablenken, von der harten Realität. Aha. Vielleicht ist deswegen ein Hellblade nichts für mich, weil es mich eben nicht ablenken würde, sondern mir noch mehr Realität nach Hause bringt, als es eventuell von mir wegnimmt. Ich will halt lieber ein My Summer Car oder Kerbal Space Program, weil ich damit kleinen grünen Männchen auf dem Mond fliegen kann. Kerbal ist genauso Realitätslevy. Vielleicht bist du der geborene Astronaut. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Vielleicht. Ja. Ein lustiger genau. Astronaut. Ja. Lustig? Was erzählst du hier schon wieder? Lustig? Vielleicht werde ich ja noch Astronaut, mal gucken. Ich glaube, er ist immer lustig in den 3 Stunden, wo ich vorher nicht da war. Ah. Vielleicht wird das dieses Weihnachten doch nichts mit uns beiden. Ach Mensch, das war letztes Jahr, Liebes. Letztes Jahr, Chance vertan. Tonic? Tonic? Kommt raus, habe ich gesehen. Ach so, ja, das war bei dir hast du Sonic gespielt in deinem ganzen Leben mal? Klar, auf Sega. Damals noch.
Weil du jetzt hast die ganze Zeit gar nichts gehabt. Was mich wirklich interessiert, weil ich so persönlich mit dir noch nie, ich war noch nie auf Tuchfühlung. Auf Armabstand, verstehst du? Ja, okay, bis auf die eine heiße Nacht, die wir zusammen hatten. Oh, Whitey, Mann, das war so geil, als wir auf den Malediven waren, ne? Ja. Mit deinem Motorboot, was du ausgeliehen hast. Und dann sind wir noch mit dem Helikopter Skispringen und mit Delfine und das, was du... Wir haben mit Delfinen getaucht. Und dann dieses Abendessen. Dieses Candlelight-Dinner. 4-Gänge-Menü. Scheiße, die waren Gold. Das war schön, das war eine schöne Zeit. Und dann, weißt du, was das Schönste war? Die Goldgabeln, die haben richtig luxuriös geschmeckt. Also da war die braune Soße dran, die Bratensoße, die war gleich so, ich weiß nicht, die war so bourgeois. Müssen wir mal wiederholen. Ja. Wir schweifen schon wieder vom Thema ab. Ja, aber wie ist das bei dir, was mich wirklich interessiert? Wie lange spielst du eigentlich schon Computer, Whitey? Computer, also PC, seit 2014. Vorher habe ich nur Konsolen gespielt, seit Nintendo 64, 1998 habe ich den bekommen. Mit Zelda Ocarina of Time und Donkey Kong 64 war dabei. Oh, das schon? Echt? Da kam das mit der Speichererweiterung, Donkey Kong. Ein Expansion Pack. Mhm. Ja. Ich wollte immer eine Playstation haben und meine Eltern haben mir dann irgendwann eine Nintendo gekauft, weil sowieso alles das gleiche ist laut denen. Auch die bessere Entscheidung. Ja, war viel besser, also. Ja, sehen wir heute. Jeden Tag gezockt, jeden Tag. Das ist sehr früh. Spielst du heute in deiner Freizeit noch irgendwas anderes? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sowas hörst, dass Sonic rauskommt? Demnächst? Nein, ich spiele Offstream auch, PUBG meistens. Eigentlich am Nachmittag immer wieder, spiel mal ein paar Rounds. Only PUBG, ich spiele sonst wirklich gar nichts. Wenn du den ganzen Tag Ego-Perspektive gespielt hast, dann nochmal zum Runterkommen ein bisschen Third Person? Ja, oder? Genau, oder Duos. Ja. Oder asiatisches Quartz, je nachdem. Gibt ja so viele Auswahlmöglichkeiten. Hat denn schon jemand was von dem Sonic gehört? Ist das was wirklich ganz, ganz Neues oder ist das wieder so ein Rebrand? Es ist genau das, was sie früher groß gemacht haben. Bringen sie jetzt halt wieder raus. Also es ist quasi der Nachfolger von Sonic 3. Back to the roots. Genau. Weg von... Weil alles, was sie versucht haben, in 3D und in Realität zu bringen, ist halt immer super gefailed, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Also es gab Sonic Adventures 2, glaube ich, das war ganz cool. Das habe ich damals auch gespielt und es gab halt eben jetzt vor ein paar Jahren Sonic Generations. Das war auch ziemlich gut. Ich habe dieses eine gespielt, wo er sich nachts in diesen komischen verwandeln konnte. Irgendwas mit U hieß das. Under Grumlin? Sonic, wie? Grumlins? Nee. Okay, der weiß nicht mehr. Kam bei mir nicht an, sorry. Ja, Grumlins. Ach so. So. Für mich ist Sonic zu schnell. Habe ich schon früher nicht gerne gespielt. Ist mir ein Tacken zu schnell. Ich komme nicht hinterher und krieg Kopfschmerzen. Was ist mit dir da drüben? Kannst du mal das bitte lassen? Wir sind auf Sendung. Ruhe am Set! Ich soll sagen, Ruhe am Set. Wir sind am Senden. Hab ich einfach. Du sollst leiser sterben. Mann. Also Sonic ist mir war mir immer einen Tacken zu schnell. Das ist... Na. Ich hab's halt als Kind geliebt. Ich habe mir damals den Mega Drive von meinem besten Freund damals ausgeliehen. Und hab's an einem Wochenende Sonic the Hedgehog 2 durchgespielt. Du hattest Freunde? Ich weiß noch, wie ich's gefeiert habe. Ich hatte Freunde, ja, tatsächlich. Unleashed, genau, Sonic, das habe ich gespielt. Das war so ein 3D-Sonic. Okay. Ja. Ganz anders. Der hat mir aber gefallen. Weil es eben nicht so schnell war. Und das muss man können. Aber ich sehe gerne zu, wenn Leute das spielen können, das ist großartig. Und das neue Sonic kommt halt, also sie haben zwei Spiele angekündigt letztes Jahr auf E3 und jetzt kommt halt und tschüss Dizzy. Und hi Dizzy. Oh nee, doch, geht. Und eins kommt halt jetzt in 3D und eben das Sonic Mania kommt jetzt übermorgen am 15. eben raus und ist halt eben ein altes in neu. Von Leuten, die offensichtlich Ahnung davon haben. Also lassen wir uns überraschen, aber ich freue mich extremst drauf, weil ich damals die Sonic Games sehr, sehr stark gesuchtet habe. Cool. Das wirst du spielen? Ich habe ein Foto gemacht. Nee, ich habe die Leute geblitzt, die haben das gerade nicht gesehen. Achso.
Du bist das Spiel Warum Slappy? Verstehen das ja. die Leute heute alle nicht? Steht die alle auf dem Schlauch? Geblitzdings, okay. Man in Black. Ich hab ja, schon Geblitzdings habe ich verstanden. Das davor hatte ich nicht verstanden. Oh ja. Nuschel, Nuschel. The Long Dark habt ihr gespielt? Ja. Das könnte was für dich sein, Whitey, eventuell. Dings, ich wollte vorher noch sagen, Witcher finde ich auch mega geil. Das neue Witcher. Hast du durchgespielt? Die Hauptstory habe ich, wo es released ist, am ersten Tag mit einem Kollegen. Also da haben wir zwei Tage durchgehend Witcher gespielt. War die Story durch. Und jetzt habe ich mir selbst auf Steam nochmal gekauft. Also damals war es auf der Konsole, glaube ich. Ja, auf der PlayStation haben wir das gespielt oder so. Oder Xbox, ich weiß es nicht mehr. Jetzt haben wir es auf Steam wieder gekauft und bin eben dabei. Also ich mache halt ganz entspannt. Ich spiele am Abend oder untertags, wenn ich mal Lust habe. Spiele ich halt wieder ein, zwei Stunden, dann lasse ich es wieder sein. Obwohl man fast nicht mehr aufhören kann, weil es, ich finde, das beste Videospiel ist, was in den letzten Jahren gemacht wurde. Ja. Mit Abstand sogar, mit Abstand. Whitey, so eine Posse aus deinem Mund? Ja, Mann, also Witcher ist... Jeder im Chat, jeder, wer da ist, ihr müsst Witcher spielen, ihr müsst. Wirklich geil. Also, das Witcher, on-stream würde ich niemals Witcher spielen, das würde mich Chat und alles viel zu sehr ablenken. Ja. Wenn ich Witcher spiele, dann bin ich in Witcher meistens. Trennst du solche Sachen wirklich sehr strikt, dass du sagst, ich habe nur meine Stream-Spiele und ich habe nur meine privaten Spiele? Na, ich habe Zelda zum Beispiel, habe ich im Stream gespielt, aber bei Witcher geht es halt um die Story. Das ist nicht. Wenn mich da einer spoilern würde, schon bevor die Mission zu Ende ist, das könnte ich ihm niemals verzeihen, deshalb stream ich es nicht. Der wird nie wieder glücklich. Vernünftig. Aber bannen tust du schon, ja? Bannen? Ja. Leute, bannen bei mir im Chat. Bannen? Ja. Na, ich bann keinen. Also, wenn einer bei mir im Chat motzt, dann werden innerhalb von 15 Minuten vor dem seiner Haustür 7 spanische Leute stehen, die den dann vermöbeln, bis er sich entschuldigt. Warum Spanier? Niemand erwartet die spanische Inquisition. Das denkt sich niemand, dass Spanier kommen. Meistens. Ah. Ja. Also bei mir im Chat hat noch nie jemand irgendwas Schlimmes gesagt. Die was gesagt haben, die haben sich spätestens 15 Minuten später entschuldigt. Okay, krass. Ja. The Long Dark, war das, wo ich mir den Trailer zu angesehen habe? Was so ein bisschen gezeichnet war? Ja. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Ja. Also das ist ja so, was da so in diesem kleinen Trailer rüberkam, war sehr, sehr, sehr atmosphärisch. Und da hat jemand gesagt, das kommt aber irgendwie in Episoden raus. Und als ich das Wort Episoden gehört habe, war bei mir absolut der Ofen aus. Dann habe ich schon gar keinen Bock mehr gehabt. Ich warte da mal, bis es fertig ist. Also, ich habe es gespielt, 2 Tage, war durch, dann kam Abspann und dann dachte ich, ja, nice. Hätten sie mir jetzt sagen können, dass die zweite Episode, ich habe jetzt irgendwie nicht gemerkt, dass die erste Episode vorbei war und die zweite losging und jetzt ist irgendwie Abspann und vorbei. Cool, warten wir mal auf die nächsten Episoden. Einen Tag später habe ich rausgefunden, ich habe jetzt die erste Episode durchgespielt und erwartet jetzt noch eine komplette Episode auf mich. Das war ein bisschen peinlich mir, aber dann habe ich mir überlegt, ja, warum sagt ihr mir dann nicht, dass das erst das Ende von der ersten Episode war und dass es da noch mehr geht, weil du wirst ins Menü reingeschmissen nach dem Abspann und musst dann nochmal auf den gleichen Knopf drücken, den du vorher gedrückt hast und dann geht plötzlich die Story weiter. Aber nirgends habe ich zumindest gelesen, End of Episode 1, da ist noch was. Aber ist der Story-Modus jetzt erst, gab es das Spiel nicht vorher schon? Ja, ist das nicht so ein Survival? Das ist jetzt aus dem Early Access rausgekommen und hat einen Story-Modus dazu bekommen. Aber man kann auch ohne den Story-Modus einfach so Survival spielen. Genau. Das ist online? Nee. Ja, das werde ich mir vielleicht gucke ich es mir dann nochmal an. Aber die Story dann erst, wenn alles erschienen ist. Du hast doch auch Whitey, Daisy, hast du ja auch auf Survival gespielt und nicht nur PvP, oder? Nein, ich habe nur PvP gespielt. Ja? Also hast du nicht am Anfang, warst du auch mal looten und hast... Ganz am Anfang, wo ich noch nicht schießen konnte, aber sonst nur in Städten. Weil über 2.500 Stunden nur geschossen. Das ist nämlich ein Survival-Spiel, alter Verwalter, da musst du wirklich survivalen. Also das ist das schwerste Survival-Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. The Long Dark? Ja. Echt? Fick die Henne, ist das schwer. Also ist in der Story ist es nicht ganz so schwer. Da stabilisiert sich das irgendwann, aber scheiß die Wand an, ist das schwer. Also wenn mal jemand wirklich ein bisschen üben will, überleben, The Long Dark, Survival-Modus, Schwierigkeit, hochschrauben, let's go, viel Spaß dabei.
hat das, der Survival-Modus eigentlich ein Ende? Oder geht es da wirklich nur darum, nee, wer ja. am längsten... Genau, wer den längsten hat. Okay. The Longest Dark. Da gibt es dann eine Bestenliste zum Schluss, oder wie? Ja, genau. Ich sehe gerade, für Platin müsste man als höchstes 500 Tage im Überlebensmodus schaffen. Ja, viel Spaß. So schlimm? Ja. 500 Tage. Centurio ist mal mit 100 Tagen. Überlebenswille kriegt man erst ab 500 Tage. Viel Spaß. Echt? Also ich muss sagen, ich fand den Schwierigkeitsgrad vor allem am Anfang vom Story-Mode sehr, sehr gut. Der war, ich hab's einmal angefangen, hab's ein bisschen gespielt, bin dann über die erste Stufe da rausgekommen, ins zweite Kapitel, bin kurz vor der Stadt gestorben, in der Dunkelheit. Wie sich nachher herausgestellt hat, hätte ich einmal über die Straße gehen müssen und wäre dann in einer Hütte gewesen. Passiert. Dann habe ich es nochmal neu angefangen mit dem ganzen Wissen, das ich dann halt hatte. Und dann habe ich es halt durchgezockt in 2 Tagen. Und es war halt genau richtig die ganze Zeit, sodass du wirklich auch die ganze Zeit auf der Hut sein musstest vor Gefahren und die ganze Zeit darauf achten musstest, okay, habe ich noch genug zu essen? Habe ich noch genug zu trinken? Wo muss ich jetzt als nächstes hin? Wie weit ist der Weg? Worauf muss ich achten, dass ich noch genug habe? Zumindest am Anfang war es so. Und trotzdem war es fair, wenn du darauf geachtet hast. Am Ende hatte ich dann trotzdem die Taschen voll mit jede Menge zu essen und hätte noch locker ausgehalten die ganze Zeit. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich habe was Wichtiges vergessen in der Stadt und muss mal gucken, ob ich das jetzt noch wiederbekomme. Aber an sich echt richtig gut ausbalanciert. Und das ist halt super wichtig bei so Spielen, dass sie wirklich nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach sind. Na, vielleicht gucke ich es mir mal an. Ist sonst eigentlich noch irgendwas großartig an Spielen rausgekommen? Weil ich würde sonst mal eine Pause machen und dann... No Man's Sky hat ein Update bekommen. Oh. Ja, darüber müssen wir nicht reden. Und es ist so gut. Sollten wir. Da haben mir viele Leute gesagt, dass es jetzt wirklich gut sein soll, ja. Es ist richtig gut. Schade, es ist so vieles dazugekommen. Nee, wird nicht unter den Tisch gekehrt. Es ist richtig gut. Ich freue mich wie ein Schneekönig auf morgen. No Man's Sky zu spielen. Freue mich jetzt schon. Oh, ich das wird voll toll. Ich habe es vorgestern Abend angefangen und konnte nicht mehr loslassen. Ich habe am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe nochmal weitergespielt und das ist tatsächlich ein Spiel. So, du hast nicht jetzt nach 2-3 Stunden den Gameplay-Loop durchschaut und machst nur noch die ganze Zeit das Gleiche, sondern es hat was. So, du wirst die ganze Zeit mit Sachen vollgeklatscht, die du tun musst. Es gibt Missionen, es gibt eine Story tatsächlich. Klar kommt es ein Jahr zu spät für ein Vollpreisspiel, aber es ist da. Und es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen, zum Beispiel Überleben und Permadeath kam mit dazu. Es ist, also es ist wirklich, es macht richtig Spaß. Und ich habe ja einen Spielstand mit 60, 70 Stunden. Sie haben so viel neu reingebracht, dass ich neu anfangen musste. Also ich kam nicht mehr rein. Das war es alleine die Menüüberarbeitung und. Es ist echt toll. Also ich freue mich drauf. Aber ich habe schon damals Spaß gehabt an No Man's Sky und jetzt habe ich nochmal Spaß an No Man's Sky. Also es ist so, ich habe Spaß dran gerade. Ich finde es großartig. Es macht mega Bock. Neue Biome kamen mit dazu. Der Schwierigkeitsgrad jetzt überleben, das ist dann schon... Ein Tacken und Permadeath ist richtig. Ja, ich habe dann nach 2-mal Sterben eben auf Überleben gestellt, damit man erstmal all die neuen Sachen lernt, die jetzt eben dazugekommen sind. Habe ich gerade angefangen, eine Basis zu bauen. Dann kannst du dir ein kleines Autochen bauen und mit dem unterwegs sein. Bestimmte Rohstoffe kann man gar nicht mehr normal abbauen. Dafür braucht man spezielle Handschuhe oder eben den Laser zum Upgraden. Also jetzt macht auch alles Sinn. Man kann nicht die Sachen einfach so aus Kapseln looten, sondern du musst das erst Sachen rein, ne, also craften, damit du die Kapsel überhaupt öffnen kannst, um das Zeug rauszuholen. Das ist, macht Spaß. Ja. Ja. Ich habe auch nach 6-7 Stunden erst den Moment erreicht, wo man Basen baut. Ich habe ein paar Techniker angestellt aus verschiedenen Station. Es gibt jetzt Portale und da kannst du auch zwischen verschiedenen Portalen hin und her fliegen. Also du bist nicht nur an ein System oder an 2 Systeme gebunden, sondern wenn du einmal in einem System das Portal benutzt hast, kannst du immer wieder dahin von zu Hause aus.
Frachter habe ich noch gar nicht entdeckt. Auch noch nicht. Ich lese gerade ja, dass dieses Multiplayer, ganz ehrlich, interessiert mich in dem Spiel ganz null. Ja, das tut mir echt wahnsinnig leid. Was das da nicht drin ist? Nee, für die Leute, die das wegen des Multiplayers gekauft haben. Ja, das ist natürlich, ja. Bis heute in ihr Schnüffeltuch weinen, aber ich wollte halt spielen. Ich wurde immer gefragt, ob ich Kugeln gesehen habe. Ich weiß gar nicht, von was sie reden. Andere Spieler sehen halt, werden als Kugeln dargestellt, nicht als Spieler. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich meine, du bist im Universum unterwegs, bist halt nur eine Kugel. Ja. Okay. Also ich kriege eine Trophäe dafür, dass ich eine Basis von einem anderen Spieler mal besuche. Bin mal gespannt, wann das passiert. Bin gespannt. Ansonsten, ich bin halt gar nicht so der Multiplayer. Ne? Ich genieße No Man's Sky sehr gerne alleine und für mich. Jo. Darum dieser 16 Spieler Pseudo-Multiplayer. Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus. Ich bin real auch eine Kugel. Haben wir denn jetzt... Doch, wir haben Spiele, haben wir durch. Das über Baal haben wir auch schon gesprochen. Das, ja. Dann würde ich sagen, wollen wir in die Pause gehen? Gerne. Dann, falls ihr noch Fragen habt, Leute, da draußen, ihr könnt das ja auf der Twitch-App tun, bei mir im Channel, oder ihr tut's bei Twitter auf Hashtag Plankenschnack, weil wir nämlich, wenn wir wiederkommen, die Twitch-News noch haben und euch noch unsere Empfehlungen für den Streamer der Woche weitergeben. Und falls ihr Fragen habt, werden wir darauf noch eingehen, bei Twitter. Und jetzt gehen wir schnell Pipi machen und sind gleich wieder da. Also kurze Pause. Bis.
Ich glaube, wir sind wieder da. Hallo. 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 Wir sind wieder da, Leute. Hi. 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 Wir haben ein, zwei Fragen auf Twitter. Heute ist eine kurze Edition. Wir können unseren Milliardären und Superstar-Gast nicht so lange aufhalten. Da sind nämlich schon wieder die Leute, die kein PUBG spielen können, die rufen schon wieder, dass er Carrion kommt. Deswegen ist heute die Speed-Version, nicht wahr? Ein Stress, Dizzy. Du, alles gut, Whitey. Alles gut. Es soll ja Streamer geben, die mehrstündige Begrüßungen machen und andere, die direkt spielen. Wie seht ihr das? Das ist eine sehr witzige Frage. Ich weiß gar nicht, warum die bei Twitter steht gerade. Ich habe nach mehrstündiger Begrüßung schon mal, naja, nicht direkt vergessen zu spielen, aber so nach 4-5 Stunden. Die Frage passt übrigens sehr gut rein, weil nämlich Whitey ist, glaube ich, der Typ. Sagst du überhaupt Hallo oder fängst du gleich an? Nein, ich habe, also ja, ich sag Hallo. Am Anfang habe ich es immer so gemacht, dass ich da so eine Viewerliste hatte, die sieht man ja. Dann zu jedem, der am Anfang da war, die ganze Liste durchgegangen bin und zu jedem Hallo gesagt habe. Weil derzeit ist es meistens nach den ersten 5 Minuten Intro so viel schon, dass ich einfach zu jedem Hallo sage, der halt Hallo eingibt. Dann sage ich so die ganzen Namen durch, die halt ganz von Anfang an da sind. Und natürlich die Mods immer gleich. Und dann natürlich die 2499er Subs, die werden auch immer gleich. Da wird natürlich immer gleich Hallo gesagt. Die anderen müssen warten. Die anderen müssen oder natürlich bekommt warten. Vielleicht gar kein Hallo. Na, bei mir bekommt jeder ein Hallo. Es wird halt dann oft wird halt, müssen es halt zweimal eingeben, wenn zu hart das Spam ist. Aber meistens kann ich schon lesen. Also zweimal subben dann, oder was? Ja, einfach nochmal ein bisschen was donaten, dann lese ich schon. Cool. Mach das jetzt sowieso, ich will ja Multimilliardär werden. Ja, Sub-Only-Modus ist bei mir automatisch immer aktiviert. Cool. Ach, ja. Klar. So geile Nummer. Jo. Na, also ich rede vorher, ne? So. Ich rede auch immer vorher. Ich habt rede ihr, gerne habt, viel. Habt ihr eine Zeit? Hat irgendjemand von euch eine Zeit, wo er sagt, so okay, 3/4 Stunde, aber danach, ne? Oder macht ihr das einfach rein nach Gefühl? Also wenn der Chat nichts mehr zu sagen hat und ich merke, dass das so, ich muss mir was aus den Finger saugen, dann fange ich an zu spielen. Mhm. Wenn das Quatschen einfach durchweg geht, dann quatsche ich einfach. Nonstop. Ja. Also wirklich durchweg. Ist das so, ist das eigentlich so ein Move heute, Whitey, wie wenn man, wenn eine Frau auf ein Date geht und dann hast du so ein Codewort und dann ruft dich deine Freundin zurück und sagt, du, Brigitte, wir müssen noch ganz dringend einkaufen gehen. Ist das so ein Ding von Bundai heute? Habt ihr das vorher abgekaspelt? Na gar nichts, ja. Daniel, wenn ich keinen Bock mehr habe und dreimal in die Kamera blinzel, dann schick alle rüber und denen sag denen mal, dass die sollen da schreiben, damit die Scheiße hier endlich aufhören. Nein, gar nichts, Mann. Also Daniel hat mich schon um 20 Uhr angechattet und wie gesagt, ich bin heute im Plankenschnack. Er soll da vorbeischauen und jetzt hat er der seinen Stream irgendwie auf 22 Uhr verschoben und ja, er hat mir wirklich sehr, sehr viel Geld geboten für das, dass ich jetzt instant bei euch weg bin, aber ihr seid mir mehr wert wie Geld. Oh. Chat, am besten schreibt ihr alle nochmal ganz kurz, dass Moondai wartet. Ja, Moondai wartet. Ja, schreibt einfach mit Smiley. Wartet. Nicht vergessen. Nee, das macht, schreibt einfach Moondai wartet. Ich darf es nicht sagen, die Leute von Moondai sind bekannt dafür, dass sie besser spammen können wie ein Spam-Automat. Ja, deswegen sollen sie ja jetzt einfach machen, dann sind sie kurz beschäftigt. Schreibt's ruhig, Chat. Lasst euch ruhig mal richtig gehen gerade. Ich warte. Dizzy wartet! Okay, siehst du, jetzt haben wir alle beschäftigt. Sehr gut. Ha, auf zur nächsten Frage. Das kam vorhin sogar noch. Ja, Moment, hatten wir die schon durchdiskutiert? Was mit dem Begrüßen am Anfang? Ich begrüße nicht nur, sondern wenn ich mal 2 Tage nicht gestreamt habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich... Umarmst du die Zuschauer? Du umarmst die alle. Ja, nee. Nicht? Nein. Okay. Und gerade wenn es so warm ist. Oh, da kraut es mir ja vor der Gamescom so ein bisschen, ne? Wenn es dann so warm ist. Nein, es ist so warm und ich schwitze und die schwitzen und schwitz. Oh, hoffentlich wird es nicht so warm. Dieses klimatisiert. Ja? Ja, na sicher. Alle sind immer am Heulen, dass es da so mega warm ist und man so durchgesifft ist. Ja, weil die draußen am Bierstand stehen und saufen. Ach so, okay. Ja, dann ist alles gut. Alles klimatisiert. So. High Five geht immer.
Ja, aber man unterhält sich halt, was so passiert ist. Bla, also, bla, bla. Ich weiß nicht, das ist immer so ein Selbstläufer. Bis eben nichts mehr kommt eben. Und dann sage ich so, okay. Ich sag dir jetzt nichts mehr, jetzt wird halt gezockt. Es gibt halt auch Leute, die setzen sich dann dahin und müssen irgendwie, haben das Gefühl, müssen 30 Minuten wenigstens mit dem Chat quatschen. Das finde ich halt Quatsch. So, wenn im Chat nichts steht, wenn du nichts zu sagen hast, dann mach doch einfach das Spiel an, dafür sind wir ja hier. Aber manchmal so komme ich auch, also mach den Stream an und denk mir, boah, heute wirst du sofort in das Spiel gehen. Ich habe überhaupt keinen Bock, irgendwie heute noch lange zu quatschen. 3 Stunden später gucke ich auf die Uhr und sehe, oh, jetzt habe ich 3 Stunden gequatscht, weil man irgendwie dann plötzlich ins Gespräch kommt und dann folgt ein Thema auf den anderen, aufs andere. Aber so ist das halt auch im Leben, ne? Und manchmal mache ich den Stream an, habe voll Bock, irgendwas zu erzählen, erzählen 20 Minuten und dann fällt mir nichts mehr ein und dann mache ich das Spiel an. Oder wie momentan, ich habe einfach viel zu viel Bock auf das Spiel und möchte es einfach spielen und dann erzähle ich einfach nicht. So, dann komme ich online, sage allen Hallo, sage hey, schönen Tag gehabt und dann geht es halt rein ins Spiel. Also. Bei mir kommen die Leute dann immer rein und sagen, oh, was? Es läuft schon Gaming-Content? Was ist passiert? Sag ich, ja, ich habe Bock auf das Spiel. Ja, heute gibt es nur halbe, dreiviertel Stunde reden und dann Spiel spielen. Ich rede sehr gern, sehr viel. Das kann von 2 Stunden bis zu 3 Stunden bis zu, ich habe den Stream ausgemacht und habe nicht gespielt, gehen. Und mir ist das auch relativ Bums und Bums. Ich konsumiere dasselbe auch. Ich gucke aber auch Leute wie Dan, der macht an, hallo, und dann ist er schon im Spiel. Also das Spiel ist schon gestartet und wird instant angefangen. Und ich glaube, das ist einfach je nachdem, was man mag, ne? Je nachdem, was man mag halt. Ich quatsch lieber gerne mit der Community am Anfang, um eine persönliche Bindung zu haben. Ja. Weil ich zock meistens gleich, also ich sag hallo, dann starte ich das Game und mach das erste Chicken Dinner. Während dem Spielen quatsche ich halt dann auch mit dem Chat, wenn ich eben beim Autofahren bin oder nicht Leute vernichten muss. Weil sonst dann stundenlang beim Blackjack, da quatsche ich eigentlich auch nicht so viel. Ich quatsche schon mit dem Chat, aber meistens unterm Spielen. Einfach nur so da sitzen wie du stundenlang könnte ich nicht. Nicht? Nein, ist nicht mein Ding. Aber das ist doch, also ich finde das glorreich. Du kannst so viel Scheiße erzählen, daraus entstehen so viele schöne Sachen. Ich sage nur Ausrufezeichen Dildo. Großartig. Wir haben jetzt imaginäre Dildo-Giveaways. Das habe ich gesehen. Das auf Twitter hast du das gepostet, oder? Ja. Für einen 25er-Sub oder so. Nee, das war Slappy. Achso. Aber jetzt, also, ja gut, das ist halt nicht jedermanns Sache. Also, der eine will die ganze Zeit spielen, aber ich sag mal, wenn du 4 Jahre gezockt hast irgendwie, dann musst du nicht immer unbedingt. Dann hast du halt andere Prioritäten. Und ich sag mal, wenn du nicht einen reinen Channel nur aus Gaming hast, dann glaube ich, ist das, dann quatschst du halt auch gerne mal. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich gerne selber reden höre oder so. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber für mich ist das wichtig irgendwie. Und ich fand das auch schon immer wichtig, mich an die Community so zu binden. Aber das kann auch jeder anders machen, also. Oder soll jeder so machen, wie er will. Ist ja auch gut so. Hier kam noch eine Frage für dich rein, Whitey. Sind was deine Chicas samt Whirlpool mit dabei? Whirlpool? Ja, die sind dahinter dem Vorhang, ist ja nicht, wie viele Leute denken, einfach nur eine Couch. Hinter dem Vorhang versteckt sich ein Whirlpool mit Champagner gefüllt und 7 spanische Chicas sind im Whirlpool. Soll ich dir mal Hallo sagen von dir? Ja. Señoritas, Grunges del Tisis, Blanken Schnackus, Esta Loco, Multablo, Chicken Dinner. Ich habe denen gesagt, dass ich später Chicken Dinner farmen werde und dass bei dir im Plankenschnack bin und die eventuell morgen für mich, wenn sie einkaufen kommen, zumindest eine von denen, die mir was zum Essen mitnehmen kann. Großartig, Whitey. Ja. Ich find's schön, dass du es so weit gebracht hast. Ich chill mich halt dann nach dem Stream in dem Whirlpool. Ja. Denen. Dann irgendwann, wenn ich nicht mehr Lust habe auf dem Whirlpool, stehe ich eh wieder auf und stream wieder. Großartig. Meistens so 12 bis 14 Stunden später. Du sitzt aber sehr lange im Whirlpool. Hat das irgendwie so, der Sekt, hat das so ein bisschen Champagner-Wirkung auf die Haut, deswegen auch die schönen Hände? Deshalb habe ich auch so schöne Hände und allgemein mein Gesicht. Einfach wunderschön.
Du bist, weiß ich nicht, eine Schönheit. Aber du kannst trotzdem jetzt weggucken. ja, mehr haben wir nicht. Cool. Doch. Was? Denkt jemand? Ach so, stimmt. Von ganz früher. Von ganz damals, früher. Wisst ihr noch. Von damals, von vor einer Stunde. denkt jemand, wird heute schneller, größer bzw. bekannter, wenn man Kontakte zu größeren Streamern hat? Das bezieht sich übrigens, glaube ich, auch auf mit... den Anfang. Ja, ja, genau. Und da gab es noch auf dem Twitch-Server genau so einen ähnlichen Beitrag. Mit der Regelmäßigkeit. Das können wir, glaube ich, in einem also durch. Also ich glaube, wenn du einen Host, jetzt sagen wir mal einen Host reinbekommst, von einem großen Streamer, der gerade mit 5000 Leuten da sitzt, ja, und dein Content aber nicht der Content ist, den da jemand anspricht, dann bleibt dann auch keiner. Also... Warum lachst du jetzt? Das ist so... Nee, weil Whitey da ist und mir letztens einen schönen Host reingehauen hat. So 90% aller Leute, ey, du, was bist du denn für einer, Alter? Mach die Scheiße aus hier, das kann man... Es gibt, zock doch jetzt endlich mal, ja, Mann! Es gibt halt Hilfe. Communities. Dankeschön. Danke, Regie. Die nicht harmonieren miteinander. Das funktioniert nicht. Da ist ein ganz anderer Ton, da ist eine ganz andere Art von Dasein im Chat und das harmoniert nicht. Und ich glaube nicht, dass einem das prinzipiell wirklich weiterbringen kann. Vielleicht bleiben von den 5000 zwei oder drei, das aber auch wieder schön ist, ne? Aber ich glaube nicht, dass man wirklich Größe erreichen kann, dadurch, dass man größere Streamer kennenlernt und von denen gehostet wird. Weil wenn die Art einem Menschen nicht gefällt, wie man halt ist im Stream, was man präsentiert, was man darstellt, bleiben sie nicht. Ich glaube, es gibt wenige, lasst ihr weiter, also wenn ich jetzt einen Stream schaue und die hosten weiter, lasst ihr das dann laufen, auch wenn es euch nicht gefällt? Also ich mach das weg. Also mach du, Whitey. Also ich finde, dass das schon, also wenn du jetzt, wie ich bei mir gesehen habe, bevor ich mit Daniel gespielt habe, hatte ich immer so 150, 250 Zuschauer und jetzt spiele ich mit Daniel zusammen, da ist natürlich gleich viel mehr geworden. Also wenn er jetzt nicht streamt, habe ich teilweise 1000 Zuschauer oder mehr. Aber das liegt doch an deiner Art. 600. Ja, eben, das hat halt, man muss halt ankommen bei der Community von ihm zum Beispiel. So, die Leute von Daniel zum Beispiel, denen ist halt meine Art nice und so. Hm? Deshalb ist es auch mehr geworden. Es kann auch sein, dass man mit Daniel spielt zum Beispiel und du einfach gar keinen Viewer-Boost hast oder sonstige Sachen, sondern nur gehatet wirst. Die einfach sagen, spiel nicht mehr mit dem, weg mit dem, bla bla bla. Gibt's wirklich oder machst du gerade Spaß? Ja, okay, das gibt's sicher. Siehst du? Und so ist es eben. Da passt's, ne? Und du, da passt, dann hast du davon profitiert, aber es ist keine, kein Garant, dass das funktioniert. Gronkh hat ja auch mal irgendwem gehostet, oder? Der wurde dann innerhalb von kürzester Zeit Twitch-Partner. Ja. Bei Gronkh ist halt wieder eine andere Dimension, der hat ja 40.000 Zuschauer. Da, der hat wem gehostet und der wurde dann Twitch-Partner und hat immer noch seine 100 Zuschauer, glaube ich. Keine Ahnung, wie der Channel heißt, aber per YouTube-Video gesehen. Da gibt es einige. Das heißt aber jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie den Kontakt zu Streamern erzwingen sollte. So, glaube ich. Also, ne, es gibt halt Kontakt und es gibt Kontakt, finde ich. Und wenn man die ganze Zeit, also erstens mal Fremdwerbung funktioniert nicht im Chat. Deswegen habe ich nichts gegen sie, weil ich weiß, dass sie nichts funktioniert. Zweitens aber, es bringt was, wenn du in einem Chat oder in mehreren Chats, Communities, so sehr ich dieses Wort nicht mag, bekannt bist und dann anfängst zu streamen, dann hast du auf jeden Fall schon mehr Leute da, als wenn du überhaupt nirgends, überall nur Twitch, immer nur lurkst und in keinem Chat bekannt bist. So wie ich damals. Als ich angefangen habe, habe ich für 0 Leute gestreamt, so für einen Monat. Weil ich gerade in der deutschen Twitch-Welt überhaupt nirgendwo was in Chat geschrieben habe. Ich habe noch nicht mal Streams geguckt. Aber klar, der Kontakt bringt da. Man sollte nur nicht irgendwie... das ist so wie in der echten Welt Freunde finden. Wenn du versuchst, Freunde zu finden auf Teufel komm raus, wird das nichts. Und so ist es halt auf Twitch auch. Also ich kann das an Beispielen belegen. Ja, das bringt was. Ich kenne Stay, ich kenne Fischkopf und die beiden haben mir sehr viel gebracht. Sehr, sehr viel. Ich merke, dass jedes Mal, wenn Fischi und Stay da sind, fehlt bei mir eine ganze Menge. Und das sind ganz, ganz große Konstanten in meinem Stream. Wenn ich die beiden nicht kennengelernt hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
ganz klar. Ich mache nichts mit Stay zusammen, außer auf ihn schießen und er schießt auf mich und ich modde bei ihm. Vielleicht kennen mich dadurch viele Leute. Das hat mir definitiv eine Menge gebracht. Super viel. Also, wow. Das haben mir, also auch Fischkopf hat mir so viele Türen geöffnet in meinem heutigen Dasein. Und das funktioniert aber auch nur so gut, weil, also bei Fischi ist man auf einer Wellenlänge, das ist wie Arsch auf Eimer. Und ja gut, bei Stay ist das halt, das ist meine andere Seite, man kann halt gegenseitig sich voll machen und so. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Momente, wo es nicht passt, also wo das auch überhaupt nichts bringt. Also zum Beispiel, das hier ist gerade, und deswegen finde ich das Thema so cool, mit Whitey ist das beste Beispiel. Ich verstehe mich mit Whitey, ich kenne Whitey schon, seit er halt noch in die Hosen geschissen hat auf Twitch und wir schreiben auch ab und zu nochmal und ich finde das echt klasse, dass er so weit, dass er es so weit gebracht hat und was auf die Reihe kriegt. Aber wir könnten zusammen, würden wir niemals funktionieren. Auch wenn wir uns beide mögen, das würde niemals was bringen. Das wäre mega kontraproduktiv. Das wäre wirklich nicht gut. Ich kann viele Leute carryen, auch die, was wirklich. Mich nicht, tut mir leid, ich bin zu Fan. Auch die, was wirklich das erste Mal in ihrem Leben ein Spiel spielen, aber dich zu carryen, Dizzy. Das wird nichts, tut mir leid. Ich kann einfach gar nichts in Battlegrounds. Und ich bin fett. Verstehst du, das ist noch das größere Problem. Ich glaube, du kleiner Zwerg kriegst mich nicht getragen. Ach, bitte. Ich stemme teilweise 200 Kilo. Ich bin ja jeden Tag im Fitnesscenter. Auch noch? Ja, schau dir diesen Bizeps an, Mann. Oh, krass. Ohne Anabolika. Aber das ist gut, dass du den Arm hochschiebst, damit du noch ein bisschen Fett nach oben schiebst. Ja, damit das nur ein bisschen danach aussieht. Aber das würde zum Beispiel gar nichts bringen. Ne? Also, wir verstehen uns wunderbar, sehr gut. Aber mir bringt das nichts, dass ich ihn jetzt kenne. Und andersrum, na doch, andersrum vielleicht, aber wisst ihr, wie ich meine? Das haut einfach nicht hin. Es kommt halt drauf an, ob die Community miteinander harmonieren können oder eben nicht. Ja, so ist es. Aber es ist keine hundertprozentige Sicherheit, von großen Streamern gehostet zu werden und damit durchstarten zu können. Kann ich? Moment, ich muss noch. War fertig mit den Fragen? Ja, Whitey nochmal beim nächsten Ball mitmachen. Beim nächsten Ball mitmachen, ja, sicher. Vielleicht wieder mit Steve Memories oder ich suche mal einen Kollegen, der auch gut spielt. Weiß ich noch nicht genau. No hate, Steve, falls du das siehst. Ich habe auch keinen gefunden. Ich meine, ihr habt halt mitten in seiner Tiefschlafphase gezockt, ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Er hat halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche eine Tiefschlafphase. Das ist es. Ah, Steve. Slabby, also sonst... ich glaube, es ist dein Turn. Ja, heute nur ganz, ganz kurze Twitch-News. Man merkt so langsam, dass sich alles aufbereitet. Die Ruhe vor dem Sturm. Wir sitzen gerade mittendrin. Demnächst kommt die TwitchCon und da werden dann die richtigen Hammer rausgehauen. So jetzt so langsam wird gearbeitet. Man merkt das auch an go.twitch.tv, ne, die neue Seite, die ja bald dann hoffentlich kommt, auf der alles viel, viel schneller läuft. Nur leider ohne Better Twitch TV und so. Da kommen wieder neue Sachen. Da sind auch wieder neue Sachen rausgekommen. Also es gibt zum Beispiel jetzt Following und die Freunde sind schon drauf, aber ja, viel Neues ist jetzt nicht drin. Aber ich fange mal unten an, weil das tatsächlich Twitch direkt betrifft. Man kann jetzt bei... Ich mache jetzt gar kein Intro, weil das... Wow, jetzt kein Intro? Was ist da los? Nee, Slabby. Ja, nee. Slabby. Heute nur ganz... Nee. Das will ich aber Nein. auch hören. Nein! 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 Nee, es ist... Slabby. Wow, jetzt... Also guck dir das mal... Pass mal auf, Whitey hat überhaupt gar keine Ahnung, was auf Twitch passiert, okay? Na, überhaupt gar nicht. Keine. Wir haben ihn vorhin von Features erzählt, die schon ein halbes Jahr gibt und er sagt, also hau ihn doch jetzt bitte aus den Socken mit deinen Twitch-News. Los, let's go. Okay. Do it. Ich heiße Sie herzlichst willkommen zu den Twitch-News. Piep, 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 piep. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Darf ich jetzt? Ja, jetzt. So, Stats, die Stats-Seite hat ein kleines Update bekommen. Da gibt es jetzt auch Clip-Statistiken. Neben den Viewer-Statistiken und sowas, kann man sich jetzt da drin auch angucken, wie viel Clips geguckt wurden. Und unter anderem kann man sich da auch angucken, welcher der Top-Clip des Tages unter anderem war. Das kann man sich anschauen. Finde ich ganz cool, tatsächlich.
muss man jetzt nicht nur irgendwie auf die Clip-Seite gehen, sondern sieht das auch direkt in den Statistiken. Das ist ganz nice. Dann hat die Twitch-App ein neues Update bekommen. Aber darüber haben wir im Prinzip ja schon letztes Mal geredet. Nur sie ist jetzt in der Live-Version. Also sie sieht jetzt für alle schön aus, nicht nur für die, die die Beta installiert haben, sondern die hat ein ziemlich cooles Update bekommen. Ich kann es nochmal kurz ganz schnell zusammen fassen. Die UI wurde überarbeitet. Man kann jetzt Streams direkt aus der Twitch-App vernünftig gucken, nicht nur in diesem Streifen da oben, sondern in groß. Es gibt einen Pop-Out-Player, in dem man die Streams gucken kann. Auch ohne Beta Twitch TV leider noch. Ich hoffe, irgendwann kommt NightDev und sagt, ey, wir haben jetzt Beta Twitch TV auch für die Twitch-App, aber dann müssten die Updates wahrscheinlich ein bisschen seltener kommen und da das noch nicht so häufig passieren wird. Mal gucken, ob da irgendwann vielleicht sogar ein Mod-Support für kommt, dass man dann auch alle Emotes sehen kann in der Twitch-App. Und man kann auch nicht modden in der Twitch-App. Das finde ich auch noch schlecht. Also in dem Chat direkt. Man kann keine Namen anklicken oder so und Leute bannen. Das wird aber, denke ich mal, auch nachgeliefert. Das. Ansonsten, was direkt von Twitch schon damit. Dann gibt es noch was aus Twitch-Nähe. Und zwar bekommt die PlayStation ein Firmware-Update, mit dem man, sobald man die Version 5.0 hat, auf der PS4, kann man mit 1080p und 60 Frames die Sekunde streamen, direkt von der PS4. Was ich einerseits cool finde, andererseits, wenn ich an die Qualität von PS4-Streams denke, ich weiß nicht, wie die dann noch 1080p, 60 Frames... Ich habe so angefangen. Ja, aber wie die das stemmen will, vermutlich brauchst du dann schon, also sowieso besseres Internet. 1080 sollte man nicht versuchen, in 3 Kilobit unterzubringen. Vor allem nicht mit einer PlayStation. Klar, wenn man anfängt, ist es cool. Einfach mal, um in das Twitch-Game reinzugucken, einfach Stream anmachen, zocken. Das finde ich nice. Ansonsten, und OBS hat ein richtig, richtig dickes Update bekommen. Oh ja. Was sehr, sehr gut ist. Also einerseits kann man die UI jetzt umwerfen und umswitchen. Das finde ich ziemlich cool. Ich gebe euch da mal den Link. Das solltet ihr euch nämlich auf jeden, also jeder Streamer, jeder, der damit streamen möchte, sollte sich... Schon passiert. Ah, hast du schon. Das mal durchlesen, weil gerade dieses Einrichten der UI hat lange gefehlt. Das kann man jetzt. Man kann unter anderem, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ist Quellen und Szenen in eins reingepackt und dass ich dann quasi nur noch über Tabs hin und her switchen kann und die andere Seite eben die Knöpfe, die Soundanzeige und das dritte, die Übergänge kann man, habe ich in einen anderen Bereich gepackt, dass ich da quasi über Tabs durchtippen kann. Dadurch ist das wesentlich aufgeräumter. Finde ich viel, viel schöner. Es ist ein neuer Stil rausgekommen, den ich auch ganz schön finde. Aber das Allerbeste sind die neuen Stinger-Transitions. Man kann jetzt Videos machen und die einarbeiten und kann sich seine eigenen Transitions basteln. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel wenn ihr zum Beispiel an dieses Batman, wo der Batman-Kopf sich so gedreht hat, könntet ihr jetzt als Video nehmen, einbauen als Übergang und ihr sagt dann nur noch OBS, zu welcher Sekunde genau er oder Millisekunde genau er in den Übergang gehen soll. Und während dieses Video gerade läuft, läuft im Hintergrund der Übergang zur anderen Szene und dann sieht das so aus wie bei Batman oder halt, weiß ich nicht, bei diesen Sportübertragungen, wenn der Ball so ins Bild läuft und dann fliegt der Ball weg und dann ist man plötzlich bei einer anderen Kamera oder sowas. Das geht jetzt alles relativ easy mit OBS und das finde ich ziemlich cool. Da bin ich schon sehr gespannt, worauf manche Leute, manche Streamer kommen. Mhm. Genau, Stinger gibt es jetzt nativ in der neuen OBS-Version. Was ist Stinger? Na, das sind diese Übergänge, so heißen die. Die heißen die so, okay. Genau. Hast du noch das Classic OBS, Whitey, oder das schon das Studio? Ich habe mal auf Studio geupdatet vor einiger Zeit, ja. Mann! Welche Version? 12? Nein, ich habe heute das Update von 20 gezogen.
Oh! Und die letzten Updates habe ich auslassen, weil ich immer Angst habe, dass dann irgendwas nicht funktioniert. Ja, deswegen dachte ich, du bist noch bei 13. Funktioniert ja alles! Kann man lassen, es funktioniert. Sehr gut. Ansonsten, keine Ahnung, habe ich noch einen kleinen Diskussionsanstoß. Dass alle, also nicht nur Affiliates, sondern alle, die das eventuell nicht wollen, aber es eingestellt haben, weil mir aufgefallen ist, vor einer Woche ungefähr, dass ich bei manchen Leuten, die eben dann Affiliates waren, gesehen habe, die haben offensichtlich ein paar Optionen eingestellt, die sie nicht unbedingt einstellen wollten und hatten unter anderem ihre WOTs auf Sub-Only eingestellt. Checkt eure Einstellungen, falls ihr nicht möchtet, dass eure WOTs nur für Subs da sind, was halt gerade als Affiliate ein bisschen komisch wirkt, aber ich finde, bei den meisten Partnern auch komisch wirkt, aber darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Oder können wir, wenn ihr wollt. Wenn das dann tatsächlich... weil ich bin auf manche Kanäle gegangen, wollte mir halt angucken, was die so machen, während die gerade offline waren. Und dann klicke ich auf ein Video und dann steht da, kannst das Video nicht angucken, weil du nicht gesubbt hast. Und dann nirgends ein Link zu einem YouTube-Kanal oder sowas. Es wirkt seltsam. Dann musst du halt subben. Hilft nichts, wenn du es unbedingt sehen willst. Oder den Browser schließen und nie wieder dahin gehen. Das geht auch, ja. Das würde ich auch machen. Ja. Und von manchen habe ich gehört, oh, bei mir war das an. Das war überhaupt nicht, da muss ich irgendwie eine Option angemacht haben oder so. Also guckt mal nach, falls ihr das vielleicht nicht wollt. Ich mache mir da noch keine Sorgen. Ich habe noch keine, mich hat da noch keine Erfolge gemacht. Also doch, für den Kanal besser. Bitte? Finde ich. Ich finde auch, es ist für den Kanal besser, wenn man sich das anschauen kann bei jedem. Ja, eben. Ja, na sicher, kostenlose ist ja Werbung. Quatsch. Sicher, es ist kostenlose Werbung. Außerdem gibt es Leute, die einfach gar keine Zeit haben, live zu gucken und dann. Außerdem ist das für die Stalker alle gut. Die dich stalken wollen. Subcheck, sage ich nur, dann kann man immer mal einen Subcheck machen, wenn andere nicht da sind. Es gibt ja die richtigen Ninja-Qualitäten. Was? Wenn man live ist, dann guckt man bei anderen nicht in den Channel, weil die könnten einen ja sehen. Und dann macht man das immer heimlich und guckt sich ein paar Stalkers an und dann checkt man die Subs, wie viel sie haben, damit man den Pullermatch halt noch ein bisschen füttern kann. Hätt ihr das nicht? Macht ihr das nicht? Macht das täglich. Jeden Tag. Immer. Ständig, oder? Ja. Eben. Schau auch, wie viele Follower die anderen haben. Und ja, dafür mache ich extra manchmal manchmal den Stream dann früher aus, damit ich dafür wenigstens die Zeit noch habe, weil ansonsten, ja, klar. Gut. Geh oft gar nicht schlafen, einfach nur, damit ich Zeit dafür habe, damit ich da den ganzen Twitch durchforsten kann, wegen sowas. Gut. Dann bin ich nicht alleine. Nice. Mach ich schon länger. Ja? Hast du noch Slabby? Nee, ne? Das war's. Das war's. Okay. Haben wir nicht auch noch ein Outro, wo das waren die Twitch-News? Nein? Hatten wir das nicht früher? Nee. Ah, okay. Ich kann. Das waren die Twitch-News. Ah, danke. Bitte. Okay. Cool. Jo. Streamer der Woche. Whitey, noch für dich was das Schlusswort heute, ne? Also du beendest den Plankenschlag nachher. Also es ist noch ein bisschen hin, nicht jetzt gleich. Muss ich mir jetzt schon was einfallen lassen, oder was? Ja, du hast die Abmoderation. Hast? Wer ist denn als erstes? Dali. Was? Oh, ich. Ich habe einen, mein Streamer der Woche ist der liebe The Kräuterbutter. Ein unglaublich charmanter Streamer. Bin ich sehr gerne, das Channel-Design ist der Hammer. Ist sehr schön geworden, sehr im Superhelden-Stil. Mir gefallen diese ganzen Einblenden, wo du gerade von drum gesprochen hast. Da musste ich gerade an Kräuterbutter denken. Der hat nämlich auch sehr viel Schnickschnack, so, ne? Slappys Gesicht. Ich bin sehr neidisch, aber das habe ich schon mal gesagt. Ja, das sieht schon unfassbar gute Idee.
ein unglaublich sympathischer Streamer. Er streamt momentan Bartholomäus Fluch, hat er, glaube ich, die letzten Tage gespielt gehabt. Dann sowas wie Freitag der 13., Outlast, Emily. Oh Gott, sehe ich da gerade Life is Strange? Ja, auf jeden Fall streamt er da alles durch, also. Und Battlegrounds. Ah ja, Battlegrounds. Ich habe sehr selten Zeit, reinzuschauen. Kann man vergessen schnell, dieses Spiel. Ja. Das spielt halt kaum jemand. Das stimmt. Ja. Kennt fast niemanden. Wer spielt denn das? Weiß ich auch nicht. Battlegrounds. Gehen alle unter mit diesem Spiel. Nee, kenne ich nicht. Leute, die sowas spielen, die mag ich nicht. Das ist genauso ein Blödsinn wie GTA-Scheiße. Spielt auch kein Mensch. Ja, also, ja. GTA-RP. Will auch kein Mensch sehen. Ja, also ich finde, es ist ein, ich weiß gar nicht, wie lange er schon streamt und ich habe auch wenig Zeit in letzter Zeit so zu gucken, aber da bin ich hängen geblieben, obwohl er PUBG gespielt hat, weil er eine sehr sympathische Art an sich hat. Also ich finde, da kann man schon mal reingucken und sich ein eigenes Bild von machen. Mein Streamer der Woche, The Kräuterbutter. Wer ist der Nächste? Daumen drauf. Whitey, also ich habe Dings genommen, Asgard STO. Ich gehe jetzt mal auf den Channel. Asgard STO, der streamt eigentlich hauptsächlich Battlegrounds, genau wie ich. Kenne ich schon lange. Und ja, der spielt halt auch sehr gut. Und wie läuft es mit ihm zusammen? Oder in letzter Zeit nicht mehr so oft. Wir haben uns vor 2 Jahren in DayZ kennengelernt. Seitdem eigentlich immer pflegten Kontakt miteinander gehabt. Ja, schaut mal vorbei beim Mike und lasst ihm ein Follow da. Oder einen Sub. Wenn ihr mich schon subscribed habt, natürlich. Sonst weiß ich nicht, was ich sagen soll. Aber nur 25 Euro Sub bei dir. Nur 24,99 Sub. Ja, ja. Die anderen zählen gar nicht. Ich habe für die anderen nicht mal mehr Alerts. Ja, verstehe. Doch Quatsch, wird ja auch zu viel irgendwann. Ja, eben. Wie viele Leuten soll man denn Danke sagen? Da spielst du ja gar nicht mehr. Sagst ja eben, nur kommst du ja gar nicht zum Spielen, bist ja nur am Quatschen. Und dann hast du ja, du willst ja, haben wir ja eben gerade drüber gesprochen, was soll der Scheiß, Begrüßung und den ganzen Käse. Ja, eben. Ja, Sorgen, Wahnsinn. Spielen und Donations vorlesen. Na sicher. That's the way. Ja, Mike ist ganz nice. Ich habe, warte, ich hab, Scott Manley habe ich. Den habe ich, das ist ein YouTuber, kein Streamer. Ich glaube, Schotte ist das, auf jeden Fall von einer britischen Insel. Bei dem habe ich Körpel sehr viel gelernt und deswegen habe ich dem sehr viel zu verdanken. Ist ein sehr, sehr guter YouTuber. Also ich weiß nicht, wenn ich mir angucke, dann sehe ich keinen YouTuber, sondern der macht das halt nebenbei. Der hat halt noch einen echten Job in der Realität. Aber der macht das halt extrem gut, weil er Bock drauf hat und das merkt man bei ihm. Der spricht eben nicht nur über Kerbal Space Program, was man bei dem sehr gut lernen kann, sondern der macht auch Videos, wenn irgendwelche, also der hat so den Bereich Weltraum für sich und jedes Mal, wenn irgendwo irgendwas Neues aus dem Bereich Weltraum kommt oder neue Updates rauskommen, befasst der sich damit. Unter anderem hat er jetzt zum Beispiel auch das No Man's Sky Update sehr ausführlich ausgecheckt oder mir schon sehr, sehr viele Weltraum-Games näher gebracht, die vielleicht an mir vorbeigegangen wären. Von daher, Scott Manley kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ready? Jo. Du noch? Ja, ich habe Nigo. Bei dem bezaubernden Herrn war ich unterwegs am Wochenende und habe dort gedreht für eine der Folgen, die da demnächst kommen. Nigo habe ich über meinen guten Kumpel kennengelernt, bei dem ich dieses Wochenende war. Und wenn ihr wollt, schaut euch das mal an. Das ist so ein bisschen Fernsehen meets YouTube. Oder Fernsehen zeigt dir Leute aus dem Fernsehen. Oder Fernsehen zeigt dir andere Leute. Also Fernsehen meets alles, mehr oder weniger. Das sind halt Leute, oder Nigo kommt aus dem Fernsehbereich und hat jetzt sich so ein bisschen auf YouTube versucht sich auf YouTube zu etablieren. Und ich fand das ganz nett dort und das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen würde ich sagen, schaut da mal vorbei und guckt, ob das eventuell was für euch ist. Meine Empfehlung diese Woche.
Und ich würde auch gleich anschließen mit den Schlussworten von meiner Seite. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Viel Spaß beim Moondai gleich oder bei Whitey, weil es wird ja jetzt noch geschossen, denn Moondai wartet. Das wird jetzt wartet hier so ein Running Gag. Woher wartet er oder was? Woher Moondai weißt du das? Wartet, glaube ich, ja. Ich Echt? Weiß gar nicht wieso, aber das könnte eventuell sein durch diese ganzen Leute, die so alle 20, 30 Zeilen mal sagen, dass Moondai wartet und du dich doch bitte beeilen sollst. Bei mir im Chat wird auch schon gespammt, dass Moondai wartet, obwohl ich nicht mal online bin. Ja, Moondai wartet. Dankeschön, dass ihr alle da wart und ich wünsche euch noch einen bezaubernden Sonntag. Schaut bei den ganzen Leuten hier vorbei, falls es euch interessiert oder die Personen euch interessieren, bei Twitter oder bei Twitch. Lasst es euch gut gehen. Viel Spaß heute Abend an alle, die PUBG noch gucken oder was auch immer ihr so Wunderschönes treibt. Ich bin raus. Danke, Whitey, fürs Vorbeigucken und bis denn dann. Kann jetzt ich sagen, oder? Nee, du bist ja der Letzte. Ach so, ich bin der Letzte, okay. Du bist der Letzte. Du warst auch schon eilig, ne? Sprintefuchs, Junge. Moondai, warte, ich muss los, Alter! Naja, hat man nur schon eine halbe Million überwiesen, also der zieht das wieder zu sich, wenn ich nicht schnell komme. Aber alles easy. Ich sag Dankeschön für diesen wunderschönen Sonntag. Dankeschön, Whitey, dass du da warst. Das war sehr unterhaltsam. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. PUBG spielen, viel Spaß. Tschüss. Aber sowas von. Ich gehe den Weg des Whiteys. Morgen Millionär. Mehrfacher Millionär. Ich sag Dankeschön. Das war sehr schön. Danke, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und schön mit Ö. Bräuchte eine Small Loan of 1 Million Whiteys. Da müssen wir nochmal drüber reden vielleicht. Ja, klar. Lässt sich schon was machen. Sehr gut. Gegen eine gewisse Summe Bargeld. Ich habe gehört, 10 Euro. Gehen schon klar. Hey! Hey. Ich habe weniger dafür gekriegt. Oh, okay. Schade. Das heißt, je länger ich jetzt rede, umso mehr trigger ich deine Leute, weil Moondai wartet, ja? Sehe ich ja. Das richtig? Ja. Sehr gut. Du triggerst auch Moondai, aber... Ich glaube, die sind schon seitdem das hier angegangen ist, sind schon eigentlich getriggert. Ich glaube, dass die teilweise vor dem Bildschirm sitzen. Mach doch weiter, Whitey, was ist da los? Battlegrounds! Was willst du da? Die reden nur, ich will spielen, Alter! Ich guck gerade mal, ob wir noch über irgendwas hier nicht gesprochen. Nein. Von mir auch, Dankeschön für den nicen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir, also ich hatte Spaß. Danke, Whitey, dass du da warst. Für deine Zeit, deine kostbare Zeit, die du aus deinem Afghanistan-Aufenthalt, obwohl, war da auch, ja, aus deinem Monaco-Aufenthalt abgesnackt hast, extra für uns. Kein Ding. Danke an alle, die hinter der Kamera arbeiten, vor der Kamera, seitlich der Kamera und auch unter der Kamera. Habt einen schönen Sonntagabend und bis morgen, beziehungsweise bis in 2 Wochen. Jetzt dich, oder? Jetzt. Sag auch auf jeden Fall danke für die Einladung, DC. War nice. So lange gequatscht habe ich noch nie on stream, glaube ich. Überhaupt noch nie. Ja, war wirklich schön. Ich weiß noch, wo ich Plankenschnacks geschaut habe vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, ach, da werde ich sowieso nie dabei sein. Wo ich noch so 20 Zuschauer hatte, dachte ich, jetzt. Wieder war ich doch auch schon dabei. Also auf jeden Fall danke auch fürs Einschalten an die ganzen Leute, die da sind. Und ich muss jetzt gehen, weil Moondai wartet. Dann Gruppenfoto, tschüss, ciao, ciao. Auf Wiedersehen, bye bye. Ciao, servus. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sind wir online?